Wir müssen über so viel reden. Wir müssen über Richard Burton und Liz Taylor reden. Was für ein Verhältnis die miteinander hatten. Wie schlimm die ganzen Produktionsbedingungen waren. Die 44 Millionen Dollar hat das Ding gekostet. Heute würde es 440 Millionen sein mit Inflation und so weiter. Und warum das so teuer war, ist total absurd. Es gibt so viel über den historischen Akkuratesse zu reden oder nicht historische Akkuratesse. Also es wird ein krasser Ride. Ich sag's euch. Herzlich willkommen, Plor, hier erneut in meiner Küche. Der dritte Versuch. Wir haben einen dritten Versuch. Nach Technik. Tod und Krankheit und Verderben und jetzt funktioniert es hoffentlich. Ach, schön wieder hier zu sein. Du warst lange weg, Plor. Ja, für euch hat es sich nur wie eine Woche angefühlt, aber Johannes und ich haben uns zwei Wochen lang nicht gesehen. Wir haben ein bisschen voraufgenommen. Ich habe dich vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Ich habe dir was mitgebracht. Was, wie jetzt? Natürlich. Ach so. Oder, ich weiß, wir haben eigentlich einen Deal. Ja. Plor muss mir und ich ihm was mitbringen, wenn er im Ausland war und am Flughafen vorbeigekommen ist oder an einem Abreiseort. Ich finde, ziemlich nah an einem Londoner U-Bahnhof ist okay. Ich war im Monster Supplies Shop. Okay. Und da habe ich dir was mitgebracht, was, glaube ich, sehr gut für dich für Weihnachten ist. Oh mein Gott. Bah, Humbug. Oh mein Gott. Das sind Bar Humbugs. Falls du von Weihnachtsstimmung übermannt wirst das nächste Mal. Wie geil ist das denn? Kannst du eins davon nehmen und das sorgt automatisch für schlechte Laune. Ingredients, Sugar, ganz wichtig, Glucose Syrup, Citric Acid. Aha, du willst mich also vergiften. Flavoring Colors E153. Geil, vielen Dank. Ja. Wie cool. Aus einem Geschäft mit Monsterzutaten direkt aus dem Herzen Londons. Oh, Hoxton Street Monster Supplies. Oh, seit 1818. Natürlich. Steht drauf. Sieht man auch direkt, wenn man da reinkommt. Oh, wie schön. Vielen lieben Dank. Ach, geil. Ja, und bevor wir uns zu sehr darin verlieren, um nochmal kurz zu sagen, was wir hier machen. Wir reden über Filme. Jede Woche schlägt einer dem anderen einen Film vor, frei nach der Devise, den musst du sehen. Und dann muss der den Film vorgeschlagen hat, den gucken und wir reden darüber. Und ihr kriegt das auch als Hausaufgabe auf. Und für diese Woche hat mir Johannes seinen Lieblingsfilm gegeben. Cleopatra aus dem Jahr 1963, eine kleine, bescheidene. Johannes, mach weiter. Du hast den Film aufgegeben. Die Sache ist die, ich habe dir quasi zwei Filme gegeben. Und wir kennen ihn beide nicht. Wir haben ihn beide nicht gesehen. Wir haben einfach das letzte Mal, als wir gesprochen haben, für euch letzte Woche, sind wir irgendwie auf Cleopatra gekommen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann gucken wir den mal, weil wir den beide nicht kennen und das so ein Epending ist, das muss man einfach mal gesehen haben. Wir haben uns letzte Woche sehr lange auch über die Beziehung von Liz Taylor und Richard Burton unterhalten, weil der Film, über den wir gesprochen haben, war Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Wo die beiden auch Hauptdarsteller waren und ein Paar in einer Beziehungskrise gespielt haben. Und als wir dafür recherchiert haben, sind wir natürlich auf Cleopatra gestoßen, weil das der berüchtigte Film ist, bei dem sie sich kennengelernt haben. Ja. Und weil das auch der große, berüchtigte Monumentalfilm ist aus der damaligen Zeit. Mhm. Und wir hatten noch keinen Monumentalfilm. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich habe das auch in meinem kleinen Einleitungstext mit verwurstet. Also ich werde jetzt einfach mal ein kleines bisschen uns einführen ins Thema und dann können wir uns richtig auslassen. Es ist, schnallt euch an, sehr viel. Es wird ein wilder Trip heute. Wir werden vielleicht sogar zwei Episoden draus machen. Mankiewicz hätte zwei Episoden draus gemacht, aber er war nicht der Entscheider. Okay, aber wer ist bei uns der Entscheider? Okay, also, endlich ein episches, historisches Drama aus der Mitte des Jahrhunderts. Wie lange haben wir um dieses Genre herum manövriert, Plor? Es ist ja wirklich lang. 3- bis 4-stündige große Epen mit großen Kulissen und historischem Unterbau. Männer, als sie noch echte Männer waren. Männer in Rüstung und in Rage. Ah ja, und Frauen stehen auch daneben. Aber Moment! Haben wir uns nicht Kleopatra ausgesucht? Stimmt, die Geschichte zweier Männer, die von einer Frau ruiniert werden. Schön. Ja, das klingt nach den 60ern. Wir dürfen 4 Stunden dabei sein, wie erst Cäsar und nach seinem Tod dann Marcus Antonius mit Kleopatra anbandelt und wie beide ihr verfallen. Und dann ihre Frauen betrügen, politisch riskante Manöver fahren, um bei Kleopatra sein zu können und dann natürlich ihr Leben lassen. Aber weil es die berühmteste Liebesgeschichte der Weltgeschichte ist, ist Kleopatra natürlich nicht nur die giftige Verführerin, sondern auch selbst zutiefst, also einigermaßen glaubhaft, in Liebe verfallen.
Ob die Darstellung von Kleopatra, Cäsar und Marcus Antonius historisch glaubhaft ist oder doch zu sehr durch die Brille der 60er guckt, werden wir jetzt ausführlich besprechen müssen. Flor, du hast Kleopatra nie gesehen und soweit ich mich erinnere, auch sonst nicht viele von den großen alten Epen dieser Zeit aus Amerika. Ich kenne dich eigentlich als Completionist. Also warum bist du denn bisher an diesen Filmen abgeprallt? Ich habe in meiner Kindheit tatsächlich einige von diesen Filmen gesehen, vor allem, weil meine Eltern die geguckt haben. Ben-Hur. Ben-Hur habe ich gesehen. Okay. Die Zehn Gebote habe ich gesehen. Okay. Da hier, Kubrick hat was Gutes gemacht. Spartacus habe ich gesehen. Ich habe einige von diesen Dingern gesehen und es ist überhaupt nicht mein Genre. Ich kann mit monumentalen Historienfilmen oder historischen Monumentalfilmen oder Epen oder wie auch immer man sie nennen will, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil sie mich meistens einfach langweilen. Aber du warst Kind. Ich war Kind und... Das ist durchaus ein Unterschied, oder? Ja, aber ich habe damals auch schon eher auf Science Fiction und Fantasy gestanden. Und so dieses bemüht Historische und dieses amerikanische Historische, darüber werden wir auch sehr viel reden. Es gibt eine sehr spezifische Form von Blick auf die Geschichte, vor allem auf die Antike. Ja. Viele Monumentalfilme haben in der Antike gespielt, der sehr amerikanisch ist. Und das ist bei diesem Film auch so. Und es ist einfach, es ist eine Form von Ästhetik, die natürlich mit Schauwerten protzen will. Ja. Es sind nicht meine Schauwerte. Ja. Ich finde diese fake-antiken Statuen, die alle keine Farbe haben. Ja. Und das ist Klassik. Ja, genau. Die hatten keine Farbe, die waren in elegantem Weiß. Nein, waren sie nicht. Nein. Unglaublich hässlich, kitschig angemalt, diese Dinger. Aber das ist in den 60ern noch gar nicht so klar gewesen. Ich glaube, das ist eine neuere Entdeckung. Naja, und ja genau. Und wir sind ja auch eigentlich schuld. Eigentlich sind die Europäer schuld, weil die Deutschen, als sie in der Klassik mit Goethe und Schiller zusammen die Klassik wiederentdeckt haben, die Antike, haben sie gesagt, und so sah das übrigens aus, und haben dann einmal festgelegt, dass es erhaben, das ist farblos, das ist glatt. Ja. Und die Amerikaner haben dann noch so ein bisschen mehr Coca-Cola und ein bisschen mehr Abendkleid von Liz Taylor draufgeschnallt. Und dann ist halt so eine spezifische Ästhetik entstanden, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich mag durchaus monumentale Ästhetik und große Filme, aber naja, wenn du dir anschaust, wie die Ästhetik von einem Herr der Ringe ist, der als Epos daherkommt, und von einem solchen Film, naja klar, nehme ich da immer Herr der Ringe. Ja. Hast du denn... Also jetzt hast du Herr der Ringe gesagt, aber das ist vor allem wegen der Fantasy oder ist es... Aber ich kann mit den Schlachten von Herr der Ringe auch wieder nichts anfangen, weil das dann wieder dieses Epos-Ding hat. Ja, das stimmt. Die Schlachten von Herr der Ringe langweilen mich tendenziell auch. Ja. Wenn ich so einmal drüber gucken müsste, was sind Monumentalfilme, Epen, die ich geil fand? Ja. Dann sind es tatsächlich zum einen die Europäer. Wir haben 1900 geguckt, den fand ich großartig. Stimmt. Den fand ich vielleicht streckenweise ein bisschen zu lang. Ja. Ich mag Titanic. Ja. Da gibt es keine Schlacht, da gibt es nur Liebe. Ja. Und ansonsten wenig tatsächlich. Ja, am ehesten die europäischen Filme und die nochmal so einen Kniff haben. Wie lang war 1900? Der war auch lang, aber das waren Zweiteiler, ne? Ja, das waren Zweiteiler, aber ist Kleopatra länger gewesen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube 1900 ist länger. Ich glaube 1900 waren so 5 oder 6 Stunden. Ich kann einmal kurz nachschauen. Guck mal nach. Also wir sind auf jeden Fall kürzer vorgekommen. Jetzt müssen wir uns natürlich darüber streiten, was ist der längste Film, den wir je besprochen haben. 1900 dauerte 317 Minuten. Ah, eine ganze Stunde länger als Kleopatra. Okay. Na gut, okay. Aber man merkt es auch und ich muss sagen... Ich wollte jetzt meine Position sichern, aber gut, okay, Kleopatra ist wirklich auch kürzer, aber Kleopatra hat mich weniger, seltener bis gar nicht gelangweilt als 1900. Haben wir den gleichen Film geguckt? Jetzt wird's interessant, Flor. Ich war so oft versucht, wirklich auf die Vorspultaste zu drücken. Nein. Och Mann. Dieser elende Einzug in Rom. Oh, wäre der großartig. Wie lange kann man so eine fucking Szene machen? Die ist sehr lang, das stimmt. Nach 2 Minuten alles erzählt ist. Und es gibt einen Höhepunkt in dieser Szene, wenn nämlich Kleopatra wie eine typische Frau des 20. Jahrhunderts mit den Augen zwinkert, einmal zu Cäsar rüber. Du schneidest diese Szene. Du hast 1 Minute, tada, und dann macht sie den Augenzwinkern. Du machst nicht 20 Minuten lang. Und dann kommen noch die Elefanten. Und dann kommen noch die Sklaven. Und dann kommen die Armeen. Und das ist alles historisch absolut inkorrekt. Und Leute, ihr wisst noch nicht, worauf wir uns gerade einlassen. Wenn ihr euch nicht mit der Entstehungsgeschichte dieses Films beschäftigt habt,
Das wird ein Ritt, ich sag's euch. Ja. Das ist das Verrückteste und Krasseste, was wir bisher in diesem Podcast besprochen haben. Ich war überfordert. Wir müssen über so viel reden. Wir müssen über Richard Burton und Liz Taylor reden. Was für ein Verhältnis die miteinander hatten. Wie schlimm die ganzen Produktionsbedingungen waren. Die 44 Millionen Dollar hat das Ding gekostet. Heute würde es 440 Millionen sein mit Inflation und so weiter. Und warum das so teuer war, ist total absurd. Es gibt so viel über den historischen Akkuratesse zu reden oder nicht historische Akkuratesse. Also es wird ein krasser Ride, ich sag's euch. Es ist auf jeden Fall, es wird großartig, weil wir auch, weil dieser Film auch ganz viel zeigt, was im Hollywood-System dieser Zeit absolut schiefgelaufen ist. Dieser Film hat das alles auch zu Fall gebracht. Der hat das alles zu Fall gebracht, der hat das alles auch nochmal nach oben gespült. Ja. Aber da würde ich auch nochmal, um zumindest eine kleine Lanze für ihn zu brechen, weil Richard Burton kann eher kleine Lanzen tragen, so wie er zittert mit seinem Alkohol, mit seinem Alkoholismus. Ja. Um eine kleine Lanze für diesen Film zu brechen, er ist ein Symptom, er ist kein Grund. Ganz wichtig, als dieser Film gemacht wurde und es zeigt und es ist so toll, darauf rumzureiten, weil der das alles nochmal besonders zeigt und weil es halt wirklich schon was denn da, aber es waren andere Filme, bei denen das auch passiert ist. Ja, natürlich. Und vor allem ist dieser Film in einer Zeit entstanden, in der die extrem Probleme hatten. Deswegen haben sie ja gesagt, dieser Film könnte uns retten. Und deswegen waren die Shareholder von Fox auch irgendwann so, macht das, okay. Mhm. Irgendwas muss doch das Studiosystem retten. Ja. Und ich glaube, wir werden jetzt auch damit einsteigen, in was für einem Hollywood wir uns befinden, wenn dieser Film produziert wird. Wo sind wir? In welcher Zeit sind wir? Was ist da los? Was stimmt nicht mit dem Filmgeschäft? Was stimmt nicht mit den Leuten? Warum haben die damals alle Lack gesoffen, Johannes? Die haben alle Lack gesoffen, weil sie alle eine Goldgrube gesehen haben. Jeder, der an diesem Film oder an Filmen wie Ben-Hur oder so beteiligt war, hat gedacht, die schmeißen alle mit Geld um sich, jetzt will ich auch meinen Teil vom Kuchen. Beispielhaft die Schauspieler an diesem Set, wenn auch nur irgendjemand um die Ecke gehustet hat, wir müssen vielleicht deinen Chauffeur einsparen, dann haben die alle einen riesigen Aufstand gemacht und haben gesagt, um Gottes Willen, das geht doch, ich bin der Star des Films, auch wenn sie nur so eine kleine Rolle hatten. Und Liz Taylor war nicht die Schlimmste. Nein, überhaupt nicht. Um das einmal klarzustellen, Liz Taylor war nichts gegen das, was Rex Harrison und Richard Burton abgezogen haben. Es ist wirklich hart und das ist, wie du sagst, ein Symptom und nicht der Grund, weil wir das alles überall vorher gesehen haben. Das Studiosystem ist ja so, dass ganz, ganz viele festangestellte Schauspieler der Produktionsfirma da sind. Heute ist das so, dass Produktionsfirmen die sind ja fast keine Produktionsfirmen mehr, ne? Fox hat unter sich ganz viele Produktionsfirmen, die beauftragt werden, diese Filme zu machen, mit einem bestimmten Budget. Und damals waren sie alle festangestellt. Ja. Und die Schauspieler haben teilweise 16 Monate lang nicht gedreht, aber Geld bekommen jeden Monat. Sehr viel Zeit, sehr viel Alkohol zu trinken und sehr viel Meth zu nehmen. Ja. Drogen werden in dieser Folge auch eine große Rolle spielen. Und das Studiosystem hat damals aber ganz schön gestrauchelt. Ja. Das hatte mehrere Gründe. Wir kommen aus einer Zeit, es gab in der Frühzeit des Films, in den 40er Jahren, um genauer zu sein jetzt. Das ist ja nicht die Frühzeit des Films. Vor dem Jahr 1948 war alles supi, da haben nämlich die Studios die ganzen Kinos besessen. Hm. Wenn du ein Studio warst, hieß das, du hast den Film produziert, du hast den Film vermarktet und du hast den Film in deinen Kinos gezeigt. Und 1948 haben die USA gesagt, das ist ein Kartellrechtsproblem. Und da gab es tatsächlich, es gab einen großen Prozess, nämlich USA gegen Paramount. Hm. Und die haben gesagt, Leute, was ihr hier macht, das verstößt gegen jedes Wettbewerbsrecht. Ihr könnt nicht die gesamte Kette kontrollieren. Wir brauchen irgendwie Unabhängigkeit. Und ihr müsst die Produktion der Filme von dem Verleih trennen. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die anderen Studios das auch nach und nach machen mussten. Plötzlich war das fast so eine Wildwestzeit. Dann kamen kleine unabhängige Kinos, da mussten Verträge mit Kinos geschlossen werden und so weiter. Mhm. Es gab wirklich einen harten Einschnitt in den Einnahmen der Studios. Und dann als kleiner Bruder des Kinos und vor allem als riesige Konkurrenz des Kinos, zumindest damals so wahrgenommen, das Fernsehen. Die Fernseher kamen auf in den 50er Jahren und plötzlich sind die Leute nicht mehr ins Kino gegangen, sondern haben halt auf 4:3 in schwarz-weiß kriselig ihre Filme geguckt. Beziehungsweise war das die große Befürchtung, ne? Also der Fernseher hat ja, wie wir wissen, das Kino nicht klein gekriegt. Aber es ist schon so, dass man sich gedacht hat, wir müssen was überlegen. Wie schaffen wir es, dass die Leute ins Kino gehen? Das haben wir heute auch ganz viel, ne? Dass wir das mit 3D und so weiter, das sind so Sachen, das sind alles Symptome dafür,
dass wir alle versuchen, unser Kino zu retten, indem wir die Leute irgendwie mit Schauwert holen. Und das ist der Monumentalfilm, ne? Das ist der Monumentalfilm in den 50ern. Wenn es einen Grund gibt, der fürs Kino spricht, dann sind es Filme, die in einem Format von 138:9 gedreht sind. Das kannst du nur auf einer großen Leinwand gucken. Wenn du so einen kleinen Streifen hast, auf dem eine ganze Armee dem Sonnenuntergang entgegenreitet, das funktioniert nicht im Fernsehen, dass dieses komische, kastige Format hat. Es gibt ja so viele Begründungen von irgendwelchen Filmemachern, die sagen, oh, das ist das überlegene Format, Breitbild und so. Und andere wieder, die sagen, 4:3, das ist perfekt, weil so sieht das Auge, was auch immer. Völliger Quatsch alles. Das, also dieses Breitbildformat ist vor allem das, die Überzeugungskraft, ins Kino zu gehen, habe ich so das Gefühl. Und die sind aber auch damit dann schon gescheitert. Nämlich, es gab die große Zeit der Monumentalfilme. Die wurden Anfang der 50er gedreht, wie blöd. Und die haben sich gut verkauft. Ja. Und dann wurde aber auch ziemlicher Schrott gedreht. Mhm. John Wayne war damals einer der größten Schauspieler. Ja. Der war Kassen... Der war Garant dafür, dass die Leute ins Kino strömen. Fox hat mit ihm einen Film gedreht 1958, der hieß The Barbarian and the Geisha. Ich habe ihn nicht geguckt. Ich habe ihn auch nicht geguckt. Und was ich darüber gehört habe, will man den auch nicht gucken. Der klingt schon so. Es ist wohl alles, wie viele rassistische Stereotype zu Asiaten können wir in einen Film packen? Ja. Ach ja, und John Wayne. Oh. Und der war auch kein Erfolg. Also es gab auch schon so eine, wir befinden uns in einer Zeit, in der diese Monumentalfilme nicht mehr so wirklich gelaufen sind. Und Fox hat ganz schön gestruggelt. Das müssen wir, ich finde, das ist ganz wichtig zu betonen, weil so gerne erzählt wird, und Cleopatra hat Fox ruiniert. Fox war finanziell ganz schön angeschlagen, als die dieses Ding produziert haben. Die haben einen großen Flop vorher gehabt, der besonders reingehauen hat. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Hast du das gerade parat? Aber die haben ja Roots of Heaven, Certain Smile. Certain Smile, glaube ich, war der große Flop, der wirklich viel Geld gekostet hat, weil da nicht genug Leute reingegangen sind. Ja, die hatten mehrere Verluste am Boxoffice. Und aber wir müssen noch mal ganz kurz zurückspringen, weil die Frage ist natürlich, wie können wir ein Studio retten? Was können wir produzieren? Hm. Einfache Antwort, wir haben doch noch ganz viel Zeug so aus der Stummfilmzeit. Ja, merkt euch das, aus der Stummfilmzeit, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Und unter anderem Cleopatra, der Stummfilm. Aber kurze Pause. Jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem Menschen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und das ist unser erster großer Protagonist dieses fantastischen Fiaskos. Möchtest du Tee, Flor? Oh ja, bitte. Ich gieße dir erstmal Tee ein und dann darfst du dich auslassen. Über Ranger. Bist du bei Ranger? Ich bin bei Ranger. Merkt euch die Namen von den Protagonistinnen, die wir jetzt nennen. Versprochen, es werden nicht zu viele sein, aber jeder von denen ist wunderbar. Wir haben als ersten großen Protagonisten unseren Produzenten Walter Ranger. Ah. Er liebt es, intellektuelle, besondere Filme zu produzieren. Er liebt es, sich von der europäischen Filmwelt inspirieren zu lassen und er liebt es, Liebhaber seiner Frau auf Parkplätzen in den Bauch zu schießen. Fuck, Mann. Das war der Produzent, oder war dann Produzent Jennings, hieß der. Der angeblich was mit seiner Frau hatte. Aber die Frau hat immer gesagt, Alter, um Gottes Willen, was für ein Quatsch. Es ist rein professionell. Aber ich weiß natürlich nicht, wie... Also, hast Joan du rausgefunden, Bennett. Was stimmt und was nicht stimmt? Joan Bennett, die auch eine berühmte Schauspielerin war. Wir haben hier übrigens auch dieses Hollywood-Incest-Ding. Jeder ist mit irgendwelchen Sängern, Schauspielerinnen und so weiter verheiratet oder geschieden oder wie auch immer. Mhm. Wir haben auch... Ihr werdet das gleich feststellen. Wir haben die Eltern von Carrie Fisher werden nachher auch noch vorkommen. Ja, genau. Es ist ein riesiges Moloch, wo jeder mit jedem turtelt. Er dachte auf jeden Fall, Joan Bennett, seine Frau, hätte eine Affäre mit diesem Produzenten und macht das, was jeder vernünftige Mann in diesem Fall macht. Er fährt zum Parkplatz, zieht eine Waffe, schießt dem in den Bauch. Genau. Im Jahre 1951, also noch 10 Jahre, bevor dieser Film gedreht werden sollte. Und der überlebt, Gott sei Dank. Mhm. Aber Walter Ranger muss, weil das passiert, wenn man jemanden in den Bauch schießt, um ihn zu töten, in den Knast. Wie lange? Nicht sehr lange. Ich weiß nicht, 4 Monate? 4 Monate? Krass. Was ist? Warum haben die alle Lack gesoffen? Ich verstehe es nicht. Aber das ist Macht. Das ist Macht. Ich sag's dir. Die haben einfach alle zu viel Geld und zu viele hohe Positionen, in denen sie sich alles erlauben können. Das ist wirklich hart. Und dann kommt er raus aus dem Knast und es war halt, er war halt, hat halt so ein bisschen Misskredit geraten. Was
passiert, wenn man jemandem in den Bauch schießt? Komm, die haben ihn alle ein bisschen schräg angeguckt und haben gesagt, was hast du denn da jetzt wieder gemacht? Komm mal wieder zurück in unsere Mitte und wir machen weiter wie vorher. Aber sie haben immerhin gesagt, okay, du produzierst erstmal keine teuren intellektuellen Filme mehr, sondern du machst erstmal ein paar B-Movies. Das ist deine Strafe. Ja. Du musst jetzt die Body Snatchers machen. Das stimmt, ja. Erstmal keine großen europäischen Arthouse-Dramen mehr für dich. Und er hat dann Filme gedreht und hat aber für I Want to Live 1958 einen Oscar gewonnen. Aber merkt euch diese Geisteshaltung, dieses Menschen, ne? Wenn Walter Wanger nicht auf Liebhaber seiner Frau geschossen hat, in den Bauch. Mhm. Ich glaube, er wollte ihn eigentlich noch ein bisschen tiefer treffen, ne? Ja, ja. Was war das natürlich. Ziel? Wenn er nicht Leute in den Bauch schießt, dann träumt er davon, Cleopatra zu verfilmen. Und zwar schon sehr lange. Das war so eine Idee, die er wirklich lange hatte, die er an verschiedenste Studios gepitcht hat. Und dank seines Erfolges, mit sogar Oscar-Gewinn, ist er dann schließlich an Fox geraten. Mhm. Und wir kommen zum nächsten großen Protagonisten. Merkt euch auch diesen Namen, den ich nicht gut aussprechen kann. Der Grieche, der Verrückte. Spyros Skouras war damals Chef von Fox. Er liebt es, große Studios miteinander zu merchen. Er hatte erst vor kurzem Fox mit 20th Century zusammengebracht. Deswegen 20th Century Fox, das waren mal zwei verschiedene Studios. Ja. Er liebt es, Marilyn Monroe zu entdecken. Er ist auch verantwortlich, dass sie zum Film gekommen ist. Er liebt es, alte Stummfilme als Tonfilme wieder zu verwursten, weil das sehr viel Geld spart. Ja. Ich habe neulich den Film gesehen, wo Marilyn Monroe nur eine kleine Rolle hat. Wie hieß der? All About Eve, auch von Mankiewicz die Regie geführt. Und der ist ziemlich gut, muss ich sagen. Ein sehr, sehr guter Film. Vielleicht gucken wir den auch mal zusammen. Interessant. Ja, zu Marilyn Monroe gibt es ja auch noch so eine kleine Nebengeschichte, was diesen Film hier betrifft. Die sollte auch mal zwischendurch die Rolle von Liz Taylor spielen, ne? Ja, es gibt Stimmen, die diesen Film verantwortlich machen für Marilyn Monroes Selbstmord. Oh. Was total übertrieben ist, aber manche sagen, weil der Film, dazu kommen wir viel später, Achtung, Spoiler, weil der Film so ein großes Fiasko war, hat Fox angefangen, andere Produktionen zu cutten, die in Amerika gedreht wurden. Stimmt, ja. Und unter anderem auch der Film, der letzte Film von Marilyn Monroe werden sollte. Mhm. Und es gab Stimmen, ich weiß nicht mehr, wer, irgendwelche Vertraute von Marilyn Monroe haben gesagt, naja, die war damals schon ziemlich fertig, aber das war sowas, was ihr nochmal einen tiefen Schlag versetzt hat, dass ihr Film nicht produziert wurde, weil Liz Taylor und Richard Burton in Italien gefögelt haben. Ja. Zurück dazu. Okay. Zu Spyros Skouras und Walter Wanger kommen zusammen und Spyros Skouras sagt, wir haben doch diesen 1917er Film. Wir haben doch diesen tollen Cleopatra, der ein riesiger Erfolg war damals. Ja. Und warum nehmen wir nicht einfach nochmal das Drehbuch? Ja. Was für eine grandiose Idee, oder? Ja, ich meine, also das Drehbuch für einen Stummfilm ist ja auch, das gibt ja auch genug her. Also da muss man ja nicht viel machen dran. Da kann man ja direkt ans Set gehen und wieder drehen, oder? Genau. Das ist ein Stummfilm-Drehbuch. Was soll schon schief gehen? Ja, genau. Wir haben 2 Millionen dafür, hat er gesagt. Und Dame Joanne Collins soll es machen. Ja. 64 Tage. Und dreht das mal auf unseren Hinterhöfen. Genau. Macht einen günstigen Film. Mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die wir unter Vertrag haben. Nicht welche, die wir teuer von außen einkaufen müssen. Wie zum Beispiel Liz Taylor. Wer kommt denn auf die dämliche Idee, Liz Taylor von irgendwo wegkaufen zu wollen für viel Geld? Diese Diva kann sich kein Mensch leisten. Machen wir nichts. Und genau, der Plan war, wir machen einen günstigen Film auf unseren Hinterhöfen. Der wird schnell produziert. Mhm. Und wir machen damit Millionen und retten das Studio. Genau. Produktionsleiter wird bestimmt Buddy Adler. Oder müssen Adler? Wir uns diesen Namen auch merken? Ja, vielleicht. Nicht unbedingt. Also ich würde Adler nicht als den großen Hauptcast dieses Podcasts nennen. Aber ich habe so einen schönen Text zu ihm. Kann er denn erzählen? Er liebt es, kostengünstige Filme zu produzieren, junge Talente zu fördern und diese ausgiebig auf die Casting-Couch zu schicken. Ja, weswegen Joan Collins es auch nicht geworden ist am Ende. Joan Collins hat das richtig beschrieben. The Head of the Studio, ist das der Typ? Gut möglich. Nee, das ist der Produktionsleiter ist er. Ah, okay. Weil Joan Collins musste auch auf die Couch, beziehungsweise wurde darum gebeten, höflich auf die Couch zu gehen. Sie schreibt, I had tested for Cleopatra twice and was the front runner. He took me, also der Chef des Studios, he took me into his office and said, you really want this part? And I said, yes, I really do. Well, he said, then all you have to do is to be nice to me. Ja, warum, das war ein toller Euphemismus für Sex. Warum enden so Geschichten immer damit, dass Männer ungefragt ihren Penis auspacken? Es ist wirklich, wirklich eine harte Zeit für Frauen. Warum haben die alle Lack gesoffen? Entschuldigung. und dann, genau, sie haben einen Produktionsleiter, es ist alles abgesegnet, sie haben ein Drehbuch quasi und sie sagen, und jetzt 2 Millionen und los geht's. Und Ranger sagt,
Nee, komm schon, Leute, bitte. Hm. Ich brauche mehr. 2 Millionen reichen nicht. Hat eigenes Geld in die Hand genommen. Das ist krass. Angefangen, ne? Teuer Zeichnungen, Modelle und allen möglichen Kram entwickeln zu lassen, um zu sagen, guckt euch doch mal an, wie das Set-Design aussehen könnte, wenn es ein bisschen teurer wird. Es muss ja nicht zu viel sein. Vielleicht das Doppelte. Mhm. So, sagen wir mal, vielleicht so 5-6 Millionen. Ja, er hat richtig viel Geld reingepumpt. Wirklich aus eigener Tasche, weil er, also er hatte eine Vision, eine tolle, eine große. Ne? Er wollte das wirklich. Ob die toll ist, die Vision, das würde ich mal hinstellen, aber er wollte auf jeden Fall mehr als einen Hinterhof-Fox-Film, der schnell abgedreht ist. Es gibt aber Screentests aus der Zeit und die sehen gar nicht, teilweise gar nicht so schlecht aus. Ja, aber ich glaube, die sehen vor allem so gut aus, weil die Hintergründe so monochrom sind. Ja, ich finde das sehr schön, diese Kulissen vor den monochromen Hintergründen. Ja. Ich glaube, aber sie machen da aus Versehen etwas richtig, was der Film später falsch macht. Ja, das glaube ich auch. Aber da können wir ja später nochmal drüber reden. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die haben alle Lack gesoffen, er überzeugt Fox. Die sagen, okay, wir verdoppeln. Das Budget wird auf 5 Millionen erhöht. Und jetzt ist auch das erste Mal, dass ins Gespräch kommt, okay, wir können auch nach größeren Stars gucken. Ja. Und Namen, die da unter anderem fallen, sind Audrey Hepburn oder Sophia Loren. Liz Taylor noch nicht so wirklich, obwohl Wanger großer Liz Taylor-Fan war und die eigentlich wollte, und zwar schon sehr früh. Er hat schon sehr, sehr früh sie im Kopf gehabt, aber ich glaube, er hat sich lange nicht getraut, ne? So, weil sie wirklich ein großer, großer Star war zu der Zeit schon. Elizabeth Taylor, wir werden später noch zu ihr zu sprechen kommen, sie liebt es zu heiraten. Okay. Sie ist, zu der Zeit ist sie mit ihrem vierten Mann verheiratet, nachdem ihr dritter Mann sehr tragisch gestorben ist. Ja, genau. Und, aber ich glaube, den Rest dazu sparen wir uns auf, wenn wir zu der Richard Burton und Elizabeth Taylor Nummer kommen, die auch nochmal in dem Film eine große Rolle spielen wird. September 1959, Wanger ruft bei Taylor an und sagt, willst du in Cleopatra mitspielen? Und Taylor sagt, nein, Moment. Es ist ja gar nicht Liz Taylor, die am Telefon ist. Es ist ja jemand anders, ein Freund oder was. Ich weiß Agent, genau. Glaube ich. Agent. Liz Taylor ruft aus dem Hintergrund. I'll do it for a million. Und scherzt und lacht. Und dann sagt der Typ am anderen Ende des Telefons, ja, okay, machen wir. Und sie so, what? Was? Ich habe gerade einen Scherz gemacht. Aber gut, wenn ihr unbedingt wollt. Eine Million und 10% des Box-Office-Erfolges. Ja. Und wohlgemerkt, jetzt sind wir gerade bei der Hälfte. Also wir haben angefangen mit 2 Millionen, waren geplant. Jetzt haben wir die Hälfte verbraten für Liz Taylor, die eigentlich gar keinen Bock hat und deswegen eher aus Scherz sagt, ich mach's halt für 1 Million. Und also um mal in die Zukunft zu gucken, die ganze Rechnung mit 10% Erfolg und so weiter, es gab große Streitigkeiten. Sie haben dann, wie viel sie für eine Woche bekommt und dann nochmal fürs Wochenende und wie viel sie bekommt, wenn sie nicht drehen muss, aber anwesend sein muss und so weiter. Am Ende hat sie summa summarum 7 Millionen $ bekommen. Was heutzutage vor Inflation adjusted und so weiter 70 Millionen wären. Ja. Irgendjemand muss ja bei diesem Film gewonnen haben. Ja. Aber danach war sie mit Richard Burton verheiratet, deswegen würde ich in Zweifel ziehen, ob sie wirklich gewonnen hat. Ich weiß nicht. Richard Burton hat genauso verloren wie Liz Taylor, glaube ich. Ich würde behaupten, Liz Taylor hat ein bisschen mehr verloren, aber das okay, kommt vielleicht. Genau. Und wir haben einen Star. Wir haben eine Schauspielerin. Sie unterschreibt 1960. Sie unterschreibt ein leeres Blatt Papier. Sie unterschreibt ein leeres Blatt Papier und Mike Todd, jetzt müssen wir doch den Namen nennen. Ihr verstorbener Ehemann hat ein eigenes Film, Todd AO Format. Ein eigenes Filmformat entwickelt und Liz Taylor bringt das mit rein. Ja, natürlich. Liz Taylor sagt von Anfang an, so, und wir drehen das aber in dem Format, an dem ich noch Rechte habe und verdiene. Das heißt, sie hat eigentlich noch mehr Geld daran gewonnen, dass sie dann diesen Film gemacht hat. Wanger hat noch gesagt, naja, und ich will auf jeden Fall Rex Harrison als Caesar und Richard Burton als Marcus Antonius. Und dann haben die vom Studio gesagt, nie im Leben. Mit diesen beiden Männern kann man nicht drehen. Die sind nicht gut für einen Film. Nimm doch lieber mal, wen haben sie dann genommen? Stephen Boyd als Marcus Antonius und Peter Finch als Julius Caesar. Wäre auch voll in Ordnung gewesen, oder? Und zusätzlich Ruben Mamoulian. Er liebt es, Filme zu planen, aber er liebt es nicht, sie zu drehen. Er hat eine lange Karriere mit Filmideen, die er angefangen hat und nicht richtig zu Ende gebracht hat. Ach, okay. Das ist unser erster Regisseur. Und alles steht und es gibt einen Plan. Es drehen einen tollen Film. 5 Millionen. Was soll schon schief gehen? 1 Million davon gehen bei Liz Taylor drauf. Und dann wird
seltsamerweise von der Produktionsfirma beschlossen, das Ganze in London zu drehen. Denn wenn du an Mittelmeerklima denkst, dann denkst du an England. Natürlich denkst du an London. Die haben die Pinewood Studios. Die haben ganz viele tolle Sachen gemacht, muss man sagen. Die Pinewood Studios sind sehr berühmt für ihre tollen Produktionen, die sie dort in den Studios gemacht haben. Naja, das Problem ist trotzdem ein bisschen das Klima vielleicht. Und so ein paar andere Sachen, die halt einfach nicht danach aussehen, wo du am Mittelmeer vielleicht eher noch die Chance hast, eine Palme da zufälligerweise stehen zu lassen, als dass sie dann eingeflogen werden muss und innerhalb von ein paar Wochen eingeht und immer wieder ausgetauscht werden muss, weil die Palme einfach in London nicht gedeiht. Sie haben keine Chance. Regelmäßig Palmen austauschen müssen. Es war tatsächlich eine Geldfrage. Ne? Mhm. England hat damals Filmförderung betrieben und hat gesagt, wenn ihr englische Schauspieler nehmt und in britischen Studios und englische Crew, dann gibt es ein bisschen Kohle noch oben drauf. Und sie wollten halt kostensparend machen. Der Plan war, dass dieser Film der günstigste Monumentalfilm aller Zeiten wird, so ungefähr. Das müsst ihr euch bitte merken. Ritzt euch erst in die vordere Hirnrinde. Das sollte der günstigste Monumentalfilm aller Zeiten werden. Wir sehen uns am anderen Ende der Katastrophe wieder. Und Adler, unser Sexual Abuser, ist dann gestorben während dieser Planung übrigens. Ja, stimmt. Ja. Und war erstmal raus und wurde durch Goldstein ersetzt. Mhm. Aber sie haben losgelegt. Also der Plan war, in England loszudrehen, aber sie hatten dann auch gleich Probleme. Nein, du hast schon gesagt. Genau. Englische Leute sollten angestellt werden. Mhm. Und dann hat Liz Taylor gesagt, aber ich will doch meinen eigenen Stylisten dabei haben. Und das hat sie auch gemacht, einfach so. Und dann haben die Briten gesagt, das geht überhaupt nicht, ich komme nicht mehr ans Set, solange dieser amerikanische Stylist am Set ist. Die haben wirklich gestreikt. Die Ausstatter und Stylisten haben gesagt, wir hören auf, wenn dieser Typ, dieser Sidney Guyaroff, den Liz Taylor da anschleppt, wenn der kommt, dann sind wir nicht mehr dabei. Und sie waren tatsächlich, also Union in England, die waren hart. Die verstehen einfach keinen Spaß. Die wissen noch, was Arbeitskampf ist. Mhm. Ich bin fast verwundert, dass sie zu dieser Lösung gekommen sind. Dann durfte nämlich der Stylist tatsächlich ihre Haare machen, also Liz Taylors Haare machen, aber nur im Hotel. Sie haben ihn versteckt. Ich stelle mir vor, wie ein Stylist an der Tür klopft und Liz Taylor ihren Stylisten ganz schnell in den Schrank schiebt, damit er nicht entdeckt wird. Der lebt da irgendwo unter der Treppe und wird immer rausgeholt, wenn er nötig ist. Ja, der durfte nicht ans Set kommen, musste sie vorher fertig machen und am Set hat dann ein britischer Stylist die Haare maintained, wie man so sagt. Ja. Also in Schuss gehalten den Tag über. Das ist total ätzend, oder? Du bist da angestellt als Stylist und dann kommt sie mit diesen fertig gemachten Haaren von ihr, von dem Typen, der wahrscheinlich wirklich am besten weiß, was mit ihren Haaren zu machen ist. Ja, und du kannst der nur macht noch das einmal jahrelang mit ihr schon, ne? Also er war ihr fester Stylist. Er war ihr Stylist. Und dann kannst du nur noch einmal drüber tasten und sagen, ja, das ist wirklich gute Arbeit. Was soll ich sagen? Ist gut. Aber man muss dazu sagen, es gibt noch genug andere Rollen, die du mit stylen durftest. Ne? Also es ging nur um ihren Stylisten. Und natürlich hast du da ein Set voller Leute, an denen du dich austoben kannst. Und dann bereit, endlich, sie haben es geschafft, sich zu einigen mit den Arbeitern, mit der Union, sie haben alles da. Und dann sagt Liz Taylor, Hatschi. Ja. Und kurz vorher sagt das Wetter, Hatschi. Wie das Wetter in London nun mal immer Hatschi sagt. Es regnet und regnet und regnet und es ist irgendwie klamm und es ist irgendwie scheiße. Und Liz Taylor hatte vorher sowieso schon immer gesundheitliche Probleme. Liz Taylor war von Anfang an ihrer Karriere immer wieder krank. Und es gab schon spitze Uhren bei Versicherungen, die schon gemerkt haben, oh, es ist nicht ganz leicht, Miss Liz Taylor. Da ist öfter mal ein Versicherungsfall. Vielleicht hören wir irgendwann mal auf, diese Frau zu versichern. Was auch irgendwann passiert ist. Liz Taylor ist einfach mal krank geworden. Und es hat jeder vorhergesagt. Das Produktionsstudio hat trotzdem gesagt, wir machen in London. Aber jeder hat gesagt, nein, Liz Taylor ist sowieso, mit diesem Wetter kann die nicht. Das funktioniert nicht. Und dann hatte sie eine heisere Stimme. Dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt mal 2-3 Tage Pause. Dann wurde die heisere Stimme schlimmer zu einer Erkältung. Ah, okay, wir machen 2 Wochen Pause. Und so wurde das immer länger und immer länger. Und die haben versucht, derweil irgendwas anderes zu drehen. Sie konnten nicht viel drehen, weil Liz Taylor in sehr vielen Szenen angekannt war. Das heißt, sie haben die Außenszenen gedreht, was natürlich das ist, was man am besten in London drehen kann. Wenn man in englischen Studios ist, dann Außenszenen auf jeden Fall. Ja. Und 1960 hat irgendjemand bei Fox mal auf die Produktionspläne geguckt und hat gesagt, oh, der Film kostet uns gerade $100.000 am Tag.
am Tag. Und $100,000 am Tag klingt heute auch viel, aber wir haben nicht die Inflation mitgerechnet. Richtig, genau. Da könnt ihr immer eine Null dranhängen. $100,000 am Tag. Ah. Und Taylor wurde kränker und kränker. Ja. Und das ist auch keine, das ist auch nicht mehr ganz so witzig, weil sie hat dann wirklich ein hartes Fieber gekriegt. Mhm. Und sie hat Meningitis wurde bei ihr diagnostiziert. Sie wurde von mehreren Ärzten untersucht. Ja, es waren ganz, ganz viele Sachen, die bei ihr diagnostiziert wurden nach und nach. Meningitis war nur zwischendurch eine Station, muss man dazu sagen. Und dann ein Jahr später, 1961, ist verschiedene Krankheiten immer mehr. Und dann war sie sogar im Koma und sie wurde für tot erklärt, ne? Ja, ja. Also es gab einmal einen Arzt, also die Zeitung hat sie für tot erklärt, ne? Ja. Aber es gab einen Arzt, der gesagt hat, wenn wir nicht das jetzt innerhalb einer Stunde hinkriegen, ist sie tot. Und das ist wirklich hart. Genau. Und irgendwie haben Zeitungen davon Wind mitgekriegt, dass es wirklich kritisch ist mit ihr. Es war wirklich kritisch. Und die Zeitungen haben angefangen, Nachrufe zu schreiben. Und Liz Taylor hat so in Retrospektive gesagt, das waren die besten Kritiken, die ich je gekriegt habe. Schön. Aber zu dem Zeitpunkt fand sie es, glaube ich, nicht lustig, weil sie war wirklich schwer krank. Sie war wirklich mitgenommen. Also es ist auch, ich glaube, es gibt auch irgendwann den Punkt, wo man sagen kann, okay, es gibt diese albernen und absurden Sachen, die bei einer Produktion schiefgehen. Ja. Zu denen kommen wir auch noch. Ja. Aber das war einfach richtig kacke. Ja. Ich komme gerade ein kleines bisschen durcheinander mit den Krankheitsgeschichten von Liz. Ja. Ist das jetzt schon der, wo sie ihr den Hals aufgeschnitten haben? Nee, das ist später, ne? Das ist es. Ich bin jetzt eins weiter gesprungen. 1960 war sie krank und es wurde immer schlimmer. Ja. Und dann ist sie 1961 nochmal krank geworden. Ja. Du kannst gerne, pack gerne zu die fehlenden Punkte dazwischen. Aber ja, genau. Dann haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben ihr den Hals aufgeschnitten. Sie haben so ein Piekser gemacht, ne? Ich weiß nicht ganz genau, was sie gemacht haben. Aber das irgendwas in der Richtung. Und das Interessante ist, dass man es im Film tatsächlich sieht. Es gibt eine Szene, wo man es deutlich sieht. Ja. Sie haben es natürlich versucht zu verstecken und so, aber es gibt eine Szene, wo man es deutlich sieht. Es ist ganz interessant, weil ich auch das Wissen nicht hatte, als ich den Film gesehen habe. Ja. Und dann gedacht habe, huch, was ist denn jetzt los? Ist ja interessant. Jetzt, ich dachte, es ist Absicht, aber dann spielte es doch keine Rolle. Das Krasse ist ja, Liz Taylor spielt ja im Film Cleopatra, die deutlich jünger ist, als Liz Taylor zu der Zeit war. Stimmt, ja. Liz Taylor war, kannst du es ad hoc sagen? Zu der Zeit? Nein, das weiß ich nicht. Sie ist 1932 geboren. Sie war zu der Zeit 30 Jahre alt. Hm. Sie war nicht ganz 30, 29 Jahre alt. Ja. Und hatte aber schon ein bewegtes Leben hinter sich. Ne? Sie hatte schon Kinder, sie hat gesagt, ihre Ehen hinter sich und so weiter. Und dann spielt sie aber diese vermeintlich wahrscheinlich 19- oder 20-jährige Cleopatra. Mhm. Und es wurde eine Pause gemacht dann, ne? Also die Sache ist natürlich die, in den Pinewood Studios, das ist das erste Set, ihr ahnt schon, es gibt ein zweites, sie siedeln dann doch um, aber in den Pinewood Studios ist einfach an sich schon ohne Liz Taylors Krankheit eine Menge schief gelaufen. Also ganz viele Leute haben ganz viel Zeug mitgehen lassen von den Sets, weil es einfach zu geil war, das Zeug. Also sie haben echt Millionen, im Wert von Millionen Zeug verloren. Es wurde immer wieder im Buch rumgeschrieben. Nally Johnson wurde angeheuert, eine weitere Autorin, die das Buch überarbeiten sollte. Mm. Und sagen wir mal so, Mamoulian fand das nicht sonderlich geil, dass sie da war. Mm. Dann waren die Schauspieler, die nichts zu tun hatten, es waren viele da, die nichts zu tun hatten, die saßen da die ganze Zeit besoffen rum. Ja, die hatten ab November hatten die gar nichts mehr zu tun. Ne? Irgendwann im nächsten Jahr haben sie wieder angefangen zu drehen, aber ab November schon war einfach nichts mehr zu drehen ohne Liz Taylor. Und die haben schon angefangen, irgendwelchen Blödsinn zu drehen. Weißt du, so Sachen, wo man denkt, ja, brauche ich das wirklich? Einfach, um die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Ja, und dann Zahlen, ne? Also, 16 Wochen haben sie gedreht. Mhm. Was hat's gekostet? Moment, weiß ich nicht genau. Wie viel? 5 Millionen? 7 Millionen? 7 Millionen sind wir jetzt. 7 Millionen? Oi. Wie viel Film haben Sie produziert in der Zeit? Sie haben 10 Minuten produziert. 10 Minuten Film. Ist das übel. Oh, und die haben einfach mit den Sets so große Probleme gehabt, weil das Klima einfach für die Sets ganz, ganz schlecht war. Und das wurde immer wieder, musste nachgebaut und nachgemacht und nachgearbeitet werden. Der Setdesigner hat, glaube ich, das Set insgesamt 5 oder 7 Mal aufgebaut. Dafür finde ich tatsächlich die Bilder, die man sieht aus England, also auch die Außenaufnahmen, ja, die findet man online. Ja. Die sehen erstaunlich gut aus und erstaunlich nicht englisch. Ja. Der Himmel ist sehr blau. Ich muss sagen, teilweise besser als im Film, der tatsächlich am Ende gedreht wurde. Ja,
Definitiv, würde ich unterstützen. Und diese Screen-Tests und teilweise auch Aufnahmen, die man sieht vor diesen monochromen Farbwänden und wo dann so ein bisschen Set aufgebaut ist, die sind sehr schön. Die haben so eine eigene Ästhetik, die halt auch einfach an die früheren Jahre, also an den Stummfilmklassiker erinnert, wo Studio wirklich im Studio produziert wurde und das auch zu sehen war. Mhm. Alles schöne Entscheidungen, die später dann umgeworfen wurden. Also von den 10 Minuten, die gedreht wurden, ist nichts im Film, den wir jetzt vor uns haben. Nichts. Der hat komplett neu angefangen, der nächste, weil dieser Regisseur, der jetzt gerade dran ist in London, der hat hingeschmissen. Ja. Spyros Skouras, unser Chef von Fox, ihr wisst, der den Marilyn Monroe entdeckt hat, hat gesagt, irgendjemand muss schuld sein. Hm. Das kann ja nur einer sein und das ist unser Regisseur, nämlich Mamoulian. Der hat doch auch diesen Ruf, dass er keine Filme zu Ende dreht. Der hat das einfach nicht hingekriegt. Ja. Und dann hat Ruben gesagt, ich bin raus. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja. Ich hätte es vielleicht auch an seiner Stelle gesagt, weil er wollte im Mittelmeer drehen. Er wollte da unten ordentlich alles schön machen. Aber das Studio hat gesagt, nee, ihr macht das schön in den Pinewood Studios. Die schlechteste Entscheidung überhaupt. Ganz ehrlich, good for him. Ja, aber wirklich. Wenn wir hören, wie es jetzt weitergeht, wir haben das Schlimmste noch nicht gehört. Ja. Good for him. Mhm. Auftritt Joseph L. Mankiewicz. Ja, der wirklich tolle, großartige Filme vorher gemacht hat. Er liebt es, für seine Drehbücher mit einem Oscar prämiert zu werden. 6 Nominierungen hatte er in den letzten Jahren. 2 hat er erhalten. Er liebt es, Theaterkammerspiele zu inszenieren und trotzdem dafür auch viel Geld auszugeben. Mhm. Und er liebt es, der Bruder von Herman Mankiewicz zu sein, dem Autor von Citizen Kane. Wie gesagt, riesige Inzestbude Hollywood. Und er liebt es, erstmal ganz lange, nein, das mache ich nicht, zu sagen. Und dann sehr viel Geld zu bekommen, dass es doch macht. Ja, er fand das Skript richtig scheiße. Ne? Ja. Sie haben es ihm gegeben und ich glaube, er hat keine guten Worte dafür gefunden. Überhaupt nicht. Es war wirklich schlimm. Er hat ganz, ganz böse dran rumgekrittelt. Und um es vorweg zu sagen, er hat die gesamte Drehzeit immer wieder das Drehbuch umgeschrieben und immer wieder neue Sachen geschrieben. Er hat monatelang tagsüber gedreht und nachts geschrieben. Ja, Amphetamine hat er wahrscheinlich genommen, um Wach zu halten. Er hat wohl Drogen tatsächlich einiges genommen. Um diesen Job zu kriegen, hat er gesagt, okay, ihr nehmt mich, aber dann nehmt ihr auch mein Studio. Dann nehmt ihr auch meine Produktion. Und zwar Figure Inc., hatte er gegründet vor einiger Zeit und hat gesagt, ich komme, aber das nehme ich mit. 3 Millionen. Pack's aufs Budget drauf. Ja, genau. Wir haben schon 7 Millionen ausgegeben. Pack nochmal 3 drauf. Wir sind bei 10 Millionen. Ja. Wir sind jetzt schon beim 5-fachen und wir haben 10 Minuten Film. Die weggeschmissen werden. Und dann haben wir diesen Regisseur eingekauft, der sich das Skript durchliest und es ist einfach zu schön, ich muss es zitieren, und sagt, und es als folgendermaßen bezeichnet, a strange, frustrating mixture of an American soap opera, virgin, and an historical Slavic vamp of the type Nazimova used to play, what? Nazimova, ist egal. Du kennst Nazimova nicht, ne? Nee. Ich kenn's ja auch nicht wirklich, keine Ahnung. Aber das müssen wir alles neu schreiben, ich mach das und offensichtlich hat er, ich verstehe es nicht, das ist der Moment, du hast gesagt, er hat es geschrieben, er hat dann angefangen, das ist der Moment, wo ich nicht verstehe, was da passiert ist, weil er hatte nach eigenen Aussagen, hatte er eine moderne und auch nuancierte und vor allem in die Tiefe gehende Auseinandersetzung mit der Psyche der Herrscherinnen der damaligen Zeit, das heißt mit Marcus Antonius, Julius Caesar und Kleopatra. Mhm. Was? Wie? Also, warum haben die Lack gesoffen? Folgendes. Mankiewicz hat 2 Monate Zeit bekommen, das Drehbuch umzuschreiben. Hat es natürlich nicht geschafft, ne? Nach 2 Monaten hat er erstmal überlegt, was will er denn eigentlich haben. Das heißt, er hat, wie gesagt, während der Dreharbeiten weiter geschrieben. Was bedeutet, du hast nur einen First Draft. Du hast keine zweite Chance. Ja. Du kannst nicht als Drehbuchautor was einfach abliefern, sagen, hier, lest mal alle, wie findet ihr es denn? Können wir vielleicht hier noch was machen oder hier noch was machen? Wir machen einen Second Draft über die nächsten 3 Monate und überlegen uns, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert bisher. Nein, du schreibst das nachts, nächsten Tag wird es gedreht und fertig ist die Laube. Mehr kriegst du nicht. Du hast keine zweite Chance. Du kannst nicht noch mal drüber gucken und merken, huch, das war ja dramaturgisch jetzt gar nicht so schlau. Was mir ein Rätsel ist, dass er kritisiert, dass Kleopatra wie eine Mischung aus Soap Opera Virgin und
Wham daherkommt. Und dann diesen Film macht? Ja, er ja, macht okay. genau das. Ja. Also ich weiß ja nicht, was vorher da war, aber vielleicht haben wir ihn auch falsch verstanden. Vielleicht meint er, das will ich machen, das will ja, ich erreichen. Wer weiß. Auf jeden Fall, genau. Ja, wir werden den Film ganz schön auseinandernehmen müssen wahrscheinlich. Oh, Plo, es tut mir jetzt schon so leid. Aber ist nicht toll, sie landen jetzt letzten Endes doch in Rom und zwar genau da, wo auch der Stummfilm gedreht wurde. Ne? Das habe ich gar nicht gelesen. Also nicht in den Studios, aber in Rom wurde der Stummfilm gedreht von 1917. Ah. Sie sind auf historischem Boden. Es kann ja eigentlich nichts schief gehen. Sie müssen nochmal 600.000 an die Dismantle Studios bezahlen. Mhm. Und dann fangen sie an, in Rom alles vorzubereiten. Es gibt ein Recasting von unseren Hauptdarstellern, weil Finch und Boyd hatten unser Cäsar und unser Marcus Antonius hatten keinen Bock mehr. Ja, die hatten keine Zeit mehr. Die waren ja inzwischen, also das Ding ist so aus dem Ufer geraten, dass sie einfach keine Zeit mehr hatten. Die hatten ja andere Verpflichtungen irgendwo. Und sie haben aber trotzdem sehr schön viel Geld bekommen. Sie haben richtig viel Geld gekriegt letzten Endes. Die haben sich auszahlen lassen und haben gesagt, so, wir sind raus. Tschüss. Und stattdessen kommt es dann zu Rex Harrison, die vierte Wahl des Studios. Das ist auch gemein, die vierte Wahl zu sein. Und Richard Burton. Er liebt es zu saufen. Mm. Er liebt es, mit seinen Mitschauspielerinnen zu vögeln. Ja. Er liebt es zu saufen. Ja. Und er liebt es zu saufen. Ja. Und wenn wir nachher zu der Affäre von Richard Burton und Liz Taylor kommen, es hat in dieser Zeit sehr viel Slut-Shaming stattgefunden, Liz Taylor dagegen. Ja. Richard Burton war die Nutte. Richard Burton war bekannt dafür, wenn ihm ein Co-Star an die Seite gestellt wird oder eine Statistin oder wer auch immer, wenn er in einem Film mitspielt, in dem eine Frau irgendeine Rolle spielt, dann versucht er sie zu vögeln. Ja. Er war berüchtigt in Hollywood, dass er immer, wirklich immer mit den Frauen, mit denen er auf der Leinwand ist, auch im Bett rumtanzt. Er hätte Cäsar spielen sollen, wenn man das in Account nimmt. Ja, ja. Cäsar war ja auch so ein Schürzenjäger. Cäsar war ein ziemlicher Schürzenjäger. Aber darüber werden wir reden, wenn es um die historische Akkuratesse geht. Ach Gott. Und um noch kurz das mit Mankiewicz abzuschließen, er wollte eigentlich ja einen Zweiteiler machen, ne? Ja, Mankiewicz wollte einen Zweiteiler machen. Und das, was wir jetzt sehen, später, um das vielleicht ein bisschen zu entschärfen und zu entschuldigen, das ist die Hälfte von dem, was er im Kopf hatte und was er auch gedreht hat. Er hat ja viel gedreht. Das heißt, dass die 4 Stunden, die wir haben vor uns, die sollten eigentlich 6 Stunden Film sein. 2 Filme. Und das Studio hatte aber Angst, dass den ersten Teil keiner sehen will, weil Richard Burton und Liz Taylor mit ihrer Affäre so viel Publicity hatten, dass die erst im zweiten Teil zum Tragen gekommen wäre und der erste Teil dann damit uninteressant wird. Ich glaube, aber dazu kommen wir später, wenn wir über die Qualität des Films reden. Ja. Es gibt ja auch diese 180 Minuten Kinocut. Also es gibt ja verschiedene Versionen und alle sagen, die 4 Stunden, die ihr jetzt seht, sind viel näher an dem, was an der Vision von Mankiewicz als das davor. Ich glaube, man kommt da nicht ran an die Vision. Ich gucke halt den Film und denke, habt ihr auch einen 60-Minuten-Cut? Oh nein. Nein. Das nicht. Richard Burton wird gut bezahlt. Natürlich nur ein Viertel von Liz Taylor, aber immerhin, er kriegt 250.000 und er muss aus einem Vertrag für das Theaterstück, das er spielt, muss er auch raus. Werden. Und da muss das Studio 500.000 zahlen, glaube ich. Ich glaube, das waren 50.000. 50.000? 50.000 war der Buyout aus dem Camelot-Vertrag. Okay, aber das ist viel. Dann habe ich eine 0 zu viel gelesen. 50.000 ist viel dafür, dass er hat König Arthur am Broadway gespielt. Kommt einfach, wir haben so einen riesigen Pile of Money und es kommt immer wieder was drauf, weil jetzt beginnen diese Rom-Dreharbeiten. Ich weiß, warum es eine halbe Million ist, adjusted for inflation. Ja, genau, 500.000 für Inflation, genau. Mhm. Denn jetzt kommen diese Rom-Dreharbeiten und diese Rom-Dreharbeiten sind der Hammer. Absolut, großartig, fang an. Ich freue mich schon, ich lege mich zurück und mache ein bisschen Popcorn auf. Also, Johannes hat ja schon erwähnt, dass Mankiewicz geschrieben hat und dann wurde gedreht. Das Problem ist, das heißt, sie mussten in chronologischer Ordnung drehen. Der hat nämlich das Skript natürlich auch chronologisch geschrieben, von vorne nach hinten. Ja. Und jeder, der irgendwie mal beim Film gearbeitet hat, weiß, das ist eine Scheißidee, wenn du Geld sparen willst. Das ist einfach eine grundsätzliche Scheißidee. Du drehst natürlich Sachen, die am gleichen Ort stattfinden, aber die im Film eine Stunde später kommen, drehst du am gleichen Ort und zwar hintereinander weg, damit du das abpasst. Mm. Das konnten sie nicht machen. Ja. Und dadurch haben sie natürlich extrem viel Geld verloren und die Leute wussten nicht, was sie drehen sollen. Die Leute wussten gar nicht, ob sie drehen können. Das Schlimme ist ja, dass sie nicht nur einfach gesagt haben, okay, wir müssen halt dann, wenn wir jetzt auf die dämliche Idee kommen, in dem gleichen Palast 2 Wochen später nochmal was drehen zu wollen, dass wir da zurückkehren müssen, sondern die haben gedacht, wir blockieren einfach jedes Set.
den gesamten Drehzeitraum und bezahlen dafür. Ja. Die haben nicht gesagt, ja, wir sind hier fertig, vielleicht kommen wir in 2 Wochen nochmal wieder, dann brauchen wir es nochmal für einen Drehtag, sondern haben gesagt, ja, für den nächsten Monat bitte blockier dieses Teil und wir bezahlen dich dafür. Wie krass ist das? Was für eine bescheuerte Idee. Die haben nicht nur das ganze Set blockiert, sie haben das Set auch ausgestattet. Sie sind nämlich, jetzt sind sie all in gegangen und haben angefangen, diese Entwürfe, die Wenger, erinnert euch, ja, der seinen Mitbewerber um den Bauch geschossen hat, die der entworfen hat, haben sie angefangen umzusetzen, haben gesagt, da muss noch ein bisschen Gold dran, da muss noch ein bisschen Material hin. Da. Ja. Angeblich gab es in der Zeit in Italien einen Mangel an Baumaterialien, weil alles dahin geflossen ist. Es gab keine Aufträge, es gab nicht mehr. Die Italiener konnten überhaupt nicht mehr ihre eigenen Häuser bauen, weil das Set so viel gebraucht hat. Alle Bauleute, alle Materialien, alles ist da an den Rand von Rom geflossen. Mhm. Und dann haben wir diese Sets und die Leute wissen nicht, ob Mankiewicz, der 24 Stunden nicht geschlafen hat oder der 48 Stunden nicht geschlafen hat, ob der mit der nächsten Seite ein Skript kommt. Ja. Das heißt, die SchauspielerInnen sitzen da am Set und machen das, was man macht, weil man am Set ist und nicht drehen kann. Johannes kennt das. Man sauft, man nimmt Meth, man nimmt Koks. Ja, wie man das so macht. Es ist ein einziges Sündenbabel. Es gab Berichte für Touristen in der damaligen Zeit. Ja, wenn ihr nach Rom fahrt, müsst ihr euch das Set angucken. Ja. Fahrt dahin, das ist eine riesige Party. Das ist super. Die sind bei, ich weiß nicht, ob sie schon über die 15 Millionen sind, auf jeden Fall haben sie jetzt mindestens 15 Millionen ausgegeben. Und die Leute bei Fox fangen an zu schwitzen, sind aber trotzdem immer noch so, ja, okay, dann macht mal halt noch. Aber jetzt hat Mankiewicz angefangen, 2 Drehbücher zu führen. Eins für die Produktion und eins für den Drehort. Das für die Produktion, das da offiziell bei Fox lag, das war immer 2 Millionen hinten dran. Es sah immer so aus, als wenn 2 Millionen günstiger wäre, als es eigentlich ist. Und es ist so geil. Und da steht natürlich nicht drin, was dann alles am Set passiert. Also Skouras ist in Amerika. Wir müssen uns das vorstellen. Der Chef von Fox ist in Amerika und muss den Shareholders von Fox Rede und Antwort stehen und sagt, das wird alles was. Keine Sorge, das funktioniert. Währenddessen müssen die in Italien ein fucking Minenfeld räumen, weil sie ja, irgendwo an einem Strand vom Zweiten Weltkrieg drehen wollten und festgestellt haben, oh, da sind Minen. Ja. Und dann haben die Leute angeheuert, um diese Minen wegzuräumen. Und der Typ, der denen das vermietet hat, hat ihnen das einfach nicht gesagt. Ja. Und dann stellen die das quasi kurz vorher fest. Mhm. Oh, fuck. Und wie gesagt, daneben sitzen die ganze Zeit die Schauspieler und saufen, haben nichts zu tun oder haben mal was zu tun, mal haben sie was zu tun, weil nichts. Die Statistinnen aus Italien, das waren natürlich Locals, die haben gleich am Anfang gesagt, ey, diese Kostüme, die machen wir nicht, wir streiken. Ja. Die haben die nämlich zuerst mal so wirklich knapp. Ein bisschen was von diesen Striptease-Kostümen ist nachher in dieser großartigen Szene, zu der wir gleich kommen, noch drin, wo man, es gibt eine Striptease-Dance, wirklich eine ja. Es ist wirklich, du moderierst solche Shows, ich mach keinen Witz, Johannes moderiert wirklich, es ist nicht Striptease. Es ist Burlesque. Und wenn Kleopatra nach Rom einzieht, ist da eine Burlesque-Tänzerin, oder? Ja, man kann es nicht anders sagen. Ja, sie hat Zeug auf ihren Nippeln, das wackelt, wenn sie sich bewegt. Danke, du kennst dich aus. Natürlich. Und genau, aber die Statisten haben gesagt, das machen wir nicht, das könnt ihr nicht machen. Und dann mussten sie die Kostüme halt nochmal anpassen, damit nicht zu viel Haut gezeigt wird. Ja. Die Locals, die waren toll. Die Locals haben irgendwann festgestellt, dass da das blanke Chaos ist und haben angefangen, sich selbst so ein bisschen nochmal was abzuzwacken. Und haben dann Listen geführt, was angeblich gegessen wurde, was getrunken wurde und haben das benutzt, um Geld abzuzwacken. Das heißt, da gab es einen ordentlichen... Es hat wirklich jeder da mal da gesessen und hat gedacht, ach, was könnte ich denn jetzt noch profitieren davon? Wirklich. Also das war auch so ein kleines bisschen, weil es ja jeder gemacht hat, auch so inoffiziell offiziell. Weißt du, so, dass man sagte, als Mankiewicz, weißt du, ja, ach, ich brauche unbedingt dieses Requisit, aber eigentlich brauche ich es für mich. Oder weißt du, solche Sachen, wo man einfach da drauf schreibt, ach, das habe ich jetzt noch ausgegeben. Weißt du, das war ein riesiges Chaos, weil einfach auch keiner mehr da stand und gesagt hat, du machst das nicht. Keiner hat auf die Finger geschaut. Dann kommt Mankiewicz zum Set mit tiefroten Augen und riesige Ringe unter den Augen und sagt mit zitternden Händen, ich habe gestern Nacht die Szene fertig geschrieben, in der Kleopatra auf Cäsar trifft, wir können die jetzt drehen. Und Liz Taylor sagt,
Ja, aber morgen nicht, weil da habe ich nämlich meine Periode. Ja. Liz Taylor hat darauf bestanden, dass sie nicht gedreht wird, wenn sie ihre Periode hat. Das stand schon immer in ihrem Vertrag drin. Das heißt, die haben angefangen rumzudrehen, rumzuschreiben und zu gucken, wie sie es irgendwie schaffen, die Dreharbeiten halt um ihren Zyklus herum zu organisieren. Ja. Ja. Aber dann schließlich, Liz Taylor hat nicht ihre Periode. Mhm. Liz Taylor darf in Rom einziehen. Großartige Szene, die lange geplant war. Sie wird zweimal gedreht übrigens. Oh. Beim ersten Mal. Eine riesige Szene, die Szene, die im Mittelpunkt des Films ist, die auch berühmt berüchtigt ist, weil sie wirklich ewig lang dauert, wie Kleopatra einzieht in Rom. In dieser Szene sind Elefanten, auf den Frauen reiten, Schauspielerinnen, die sehr knapp bekleidet sind. Fun Fact, so ein Elefant hat sehr raue Haut. Fun Fact, Elefanten sind gar nicht so leicht zu führen oder irgendwie in irgendeine riesige Parade hinein zu manövrieren. Das ist nicht so leicht. Fun Fact, wenn so ein Elefant in so eine Parade reingeführt wird, dann kann er ziemlich ausrasten und auch mal versuchen, seine Reiterin runterzuwerfen. Ja, Fun Fact, dann könnte die Produktion mit drastischen Mitteln versuchen, Herr der Lage zu werden. Und Fun Fact danach, es könnte sein, dass jemand verklagt wird, weil die Elefanten nicht gut behandelt werden. Eine Schauspielerin hat sich richtig schwer verletzt, als sie vom Elefanten gefallen ist. Ja, die hat sich die Haut abgerissen an der Elefantenhaut. Boah. Und es gab einen riesigen Ärger mit den Leuten, die sich um die Elefanten gekümmert haben, die gesagt haben, ey, was ist denn hier los? Wie behandelt ihr die Elefanten? Genau. Die Produktion hat gesagt, wie behandelt ihr denn die Elefanten? Mhm. Es wurden Elefanten gefeuert. Es war schrecklich. Aber Gott sei Dank haben wir in diesem Chaos dieser Szene haben wir den Kameramann, den wir noch gar nicht erwähnt haben, nämlich Leon Shamroy, der die ganze Zeit über das Set gelaufen ist bei diesem Dreh des berühmten Einzugs in Rom und gesagt hat, das geht nicht, das Licht ist kacke. Mhm. Guckt euch mal die Schatten an, das funktioniert überhaupt nicht. Passt nicht zusammen, weil es auch zwei verschiedene Sachen sind. Ne? Die haben einen Teil ganz, ganz weit entfernt von dem anderen Teil gedreht und dann stimmten die Schatten überhaupt nicht mehr. Ja, und dann stehen die Statisten daneben, die sollen rufen, Kleopatra, Kleopatra. Die sehen zum ersten Mal Liz Taylor ans Set kommen. Und was rufen sie? Liz! Und jetzt wird es natürlich nochmal interessanter. In dem Moment war die ganze große Affäre mit Richard Burton, über die wir noch reden werden, auf ihrem Höhepunkt. Das war richtig krass. Kurz vorher, bevor sie die Szene gedreht haben, hat der Papst persönlich gesagt, das dürft ihr nicht machen, ihr seid eine Schande für die Menschheit. Und Liz Taylor war sich nicht sicher, was das für ihre Dreharbeiten in Italien bedeutet. Weil der Papst durchaus eine große Nummer und die hören auf den und sie ist vielleicht in der Öffentlichkeit jetzt sehr, sehr schlecht vom Bild her. Ne? Und dann fängt die Masse an, sich auch über die Absperrung hinaus zu bewegen. Und Liz Taylor kriegt richtig Angst, weil sie nicht weiß, was macht die Masse jetzt. Und dann rufen die halt Gott sei Dank, Liz, wirf uns Küsschen zu. Und dann fängt sie an zu weinen vor Erleichterung und wirft ihnen tatsächlich Küsse zu. Und der Regisseur, Gott, scheiße, wir müssen es nochmal machen. Unfassbar. Es ist aber auch eine krasse Situation. Voll, total. Weil wenn du dir die Massen im Film anschaust, es ist übel. Du musst dir das aus der Perspektive von Liz Taylor vorstellen. Mhm. Massen an Leuten, die auf dich zukommen. Ja. Übel. Ja, total krass. Und oh, Moment. Hörst du das? Sag mal leise. Miau. Miau. Oh, ist da irgendwo ist ein Geräusch. Wir können gerade leider nicht weiterdrehen, weil hier irgendwo ein Geräusch ist. Miau. Die hatten das mehrmals. Ja. Nicht nur miau, miau, sondern auch flap, 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 flap. Bumm. Und bumm. Also, Nummer eins. Es gab zweimal Katzen im Set, irgendwo, wo sie wirklich alles aufreißen mussten, um diese Kätzchen zu finden, die gerade Junge bekommen hatte und die da versucht hat aufzuziehen, unterm Set irgendwo. Sie haben so viel Geld verloren wegen dieser Katzen. Nur weil irgendwann der Tonmann gesagt hat, Moment mal, ich höre da irgendwas, irgendwas ist da. Und dann das zweimal, dann irgendwas mit Fledermäusen. Richtig krass, da irgendwelche Fledermäuse, die da irgendwo sich eingenistet haben und rumgeflogen sind. Also sie haben wirklich auch von der Natur nicht gerade wohlwollend Probleme bekommen. Ja. Das ist schon krass. Das bei so einer Katastrophe, bei so einer Krise ist ja immer so, dann kommt halt, also es spielt definitiv auch ganz viel Versagen von dem Studio, von den Beteiligten.
Beteiligten spielt ganz viel eine Rolle. Aber wenn die Kacke dampft, dann dampft sie halt so richtig. Ja. Ne? Und dann passiert halt auch sowas wie, dass plötzlich so ganz merkwürdige Sachen, dass da irgendwo geschossen wird und sie nicht wissen, wo ist. Und sie sagen, ey, wir können nicht, das geht gar nicht. Ja. Im Hintergrund, wo sind die Schüsse? Irgendjemand muss stoppen. Oder dass Katzen zu hören sind. Ja. Das passiert dann halt noch dazu, weil wenn es schief geht, dann geht aber auch wirklich so richtig alles schief. Ja, ja. Skouras hat Druck gemacht, hat gesagt, haltet das Budget niedrig, bitte. $70,000 hat der Film dann am Tag verschlungen in der Zeit. Und er war schon teurer als Ben Hur. Ben Hur war ein sauteurer Film. Ja. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Und aber endlich, finally, Januar 62 haben Liz Taylor und Richard Burton ihre erste Szene zusammen. Oh, möchtest du erzählen, wie sie zusammengekommen sind? Oder soll ich jetzt? Ich krieg so die frühen Sachen kriege ich nicht so 100%. Die kannten sich vorher schon ein bisschen. Ja, die kannten sich vorher schon. Aber sie hielt eine Zeit lang für einen arroganten Arsch, oder? Ja. Die erste Begegnung war so, dass sie wirklich gedacht hat: Alter, was ist das für ein hochnäsiger Typ? Mit dem kann ich gar nichts anfangen. Ich glaube, er war schon eher von ihr durchaus beeindruckt. Er hat gesagt, es war, also retrospektiv auch, deswegen, aber er hat gesagt, es war die schönste Frau, die er je gesehen hat. Und er muss wohl auch auf sie zugekommen sein, gesagt haben, weißt du, dass du total schön bist? Richard Burton hatte einen Ruf. Richard Burton war verheiratet und war aber bekannt dafür, dass er sehr viele Affären hat an den Sets. Und diese Affären aber auch fallen lässt und immer wieder zu seiner Frau zurückgeht. Ja. Während Liz Taylor, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens war. Und zwar schon ihr Leben lang, weil sie war, wie gesagt, zum vierten Mal verheiratet. Ja, sie war mit 18 das erste Mal verheiratet. Ja, sie hatte Kinder gekriegt. Das ist auch schon ein bisschen so. Aber es war wirklich tragisch, als sie ihren Mann verloren hat. Ja. Und sie hat dann ja auch seinen besten Freund geheiratet. Das war ja so eine Affäre, die zurücklag, wo sie aber schon richtig die Kacke abgekriegt hat. Ja. Wenn Männer in Hollywood ihre Frauen betrügen mit einer anderen Frau. Männer gehen fremd. Männer betrügen ihre Frau. Es ist klar, wer geblamed wird. Ne? Wir wissen, wovon wir reden. Es ist immer die Frau schuld. Ja. Es ist total krass. Und Taylor hat, als sie mit ihrem Mann, mit dem sie zur Zeit der Dreharbeiten von Cleopatra verheiratet war, nämlich als sie mit Eddie Fischer verheiratet war. Ah ja, Eddie Fischer. Der Singer und Mann von Debbie Reynolds, die beiden sind die Eltern von Carrie Fisher, hat sie schon relativ viel abgekriegt, weil sie war davor mit Mike Todd verheiratet. Mhm. Mike Todd, ein berühmter Produzent, der ist beim Flugzeugabsturz ganz tragisch ums Leben gekommen. Und es gibt so das Narrativ, ich bin echt kein Gossip-Typ, deswegen nur ganz wenig dazu. Mhm. Er war die Liebe ihres Lebens, sie ist nicht drüber hinweggekommen. Mhm. Sie hat sich seinen besten Freund genommen, nämlich Eddie Fischer, weil der das Nächste war, was sie da gefunden hat. Und ich glaube, das ist ganz viel, ganz schrecklich, Klatschpresse und so weiter. Deswegen, ich will gar nicht so viel über Liz Taylor spekulieren. Ja. Und Eddie Fischer war verheiratet mit Debbie Reynolds. Und wenn ein verheirateter Mann seine Frau betrügt, dann kriegt die Frau, mit der er sie betrügt, den kriegt richtig Ärger und der Mann ist fein raus. So ist es einfach. Das ist die Realität. Das ist total tragisch. Das erleben wir gleich nochmal. Ja, ja. Aber tatsächlich hat Eddie Fischer sich von seiner Frau getrennt und hat Liz Taylor geheiratet. Das war ihre vierte Ehe. Man muss ein kleines bisschen dazu sagen, dass Debbie Reynolds zu der Zeit natürlich erstmal richtig pisst war, sich irgendwann mit Liz Taylor wieder vertragen hat und dann in einem Interview gesagt hat, das Beste, was mir passieren konnte, war, dass dieser Arsch fremdgegangen ist und ich endlich ihn los war. Das habe ich damals nicht so gesehen, aber jetzt weiß ich, dass das das Beste war, was mir jemals passieren konnte. Und die haben sich sehr gut vertragen wieder. Ja, also Elizabeth Taylor war verheiratet, Richard Burton war verheiratet. Ja. Sie treffen sich am Set von diesem Film. Es gibt diese eine Geschichte von Elizabeth Taylor, die
schockiert war, wie fertig Richard Burton wegen seinem Alkoholismus teilweise war. Richard Burton war harter Alkoholiker. Der hatte da die beste Gelegenheit zu saufen, weil es ganz oft nichts zu drehen gab. Und er muss wohl eines Tages mit so einem krassen Kater ans Set gekommen sein, dass er es nicht geschafft hat, einen Becher Kaffee an den Mund zu halten. Und dann muss Elizabeth Taylor ihn wohl wirklich bemuttert haben und ihm geholfen haben. Ja, ja, richtig, richtig, richtig krasse Mutterrolle, die sie da übernommen hat. Und das ist wahrscheinlich etwas, was sie so als was sie einfach toll fand. Ja. Sie beschreibt das zumindest so, dass sie sagt, sie fand ihn so bemitleidenswert in dem Moment, dass sie sich richtig reingefühlt hat und dass sie ihn richtig lieben gelernt hat. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann hat sich natürlich sehr viel mehr entwickelt über dieses Bemuttern hinaus. Dann haben die zusammen ihre Liebe für Alkohol ausgelebt, für derbe Streiche anderen gegenüber, für dieses ganze ausschweifende, luxuriöse Leben. Das haben die ziemlich hart zusammen zelebriert. Es gab ja diese berühmte Geschichte von ihrer ersten Szene, die sie zusammen gedreht haben und ihrem ersten Kuss, den sie zusammen gedreht haben. Und wo allen klar war, als sie das gesehen haben, die beiden, die stehen aufeinander. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis die Affäre einfach öffentlich war. Und man wusste es. Der erste Kuss, ganz kurz ein bisschen ausgeschmückt. Es gibt diese Kussszene zwischen Marcus Antonius und Cleopatra. Und als sie das gedreht haben, wurde mit jedem Take, man macht ja mehrere Versionen davon, dieser Kuss länger und intensiver. Und irgendwann half ein Cut auch nicht mehr. Also der Regisseur ruft Cut, aber die beiden machen halt einfach weiter. Und irgendwann ruft der Regisseur, interessiert es euch, dass es Essen gibt? Und die beiden machen halt einfach weiter. Es war schon sehr offen, auch wie dieses ausgelebt. Aber dabei gibt es nichts Unerotischeres als Filmküsse aus der Zeit. Nein, das ist so. Das ist kein Knutschen. Ja. Was machen da Menschen? Das ist wirklich komisch, oder? Und ich denke mir, wenn die wirklich leidenschaftlich miteinander waren, wie kann es dann zu diesem Kuss kommen, den ich da im Film sehe? Weil, also Zunge geht ja gar nicht, ne? Also nee. Hollywood, da bleibt alles in deinem Mund. Und du hast den Mund auch geschlossen, oder? Ich habe keine Ahnung. Bei den Hollywood-Küssen sieht es immer aus, als ob sie den Mund auch geschlossen hätten, aber sie drücken sie. Mal so, mal so. Ich habe auch schon andere gesehen, wo ich schon gedacht habe, oh, das ist ein bisschen feuchter. Okay, okay. Ah ja, auf jeden Fall genau. Also, aber wir müssen so, ich muss sowieso noch dazu kommen, wie sexy und wie überzeugend Richard Burton und wie überzeugend die Chemie zwischen Liz Taylor und Richard Burton ist in dem Film. Ja, ich bin gespannt. Mit ein paar Hot Takes. Aber das sparen wir uns auf, wenn wir zu diesen Szenen kommen. Es gab eine große Affäre, du hast schon gesagt, der Papst war dagegen, möglicherweise, weil beide waren noch verheiratet. Ja, genau. Aber dass der Papst sich überhaupt einmischt, weißt du? Ja. Das ist wirklich eine seltsame Zeit, wo dieses Yellow Press-Ding hochkommt, ne? Wo wirklich jede Zeitung über die beiden geschrieben hat, wirklich gesagt hat, ach, wir müssen jetzt euch auch nur das kleinste Detail von den beiden mitteilen. Und man muss dazu sagen, dass die beiden das durchaus mochten. Die haben da durchaus auch reingespielt. Zumindest zu teilen. Irgendwann wurde es halt wirklich schwierig. Und dann, wie gesagt, diese eine Szene, wo Liz Taylor um ihr Leben so ein bisschen fürchtete, weil sie nicht wusste, wie die Masse reagieren würde, das ist halt die Kehrseite und irgendwann wird es halt scheiße. Aber am Anfang haben die das durchaus gemocht. Burton selbst war in seinem Leben dann auch 5-mal verheiratet, ne? Also 2-mal zu Taylor. Aber damals noch ganz unschuldig war er verheiratet mit Sybil Williams. Ja. Und sie hatten auch 2 Töchter zusammen. Sybil hat er nie wieder gesehen. Ja. Nachdem sie sich getrennt haben. Und seine Tochter hat er auch 2 Jahre nicht gesehen oder so. Oh Gott, das weiß ich nicht genau. Das ist total krass. Sie hat ihn erstmal extrem hart den Kontakt unterbrochen. Ja. Das Ding war, die war wirklich schwer verletzt. Nicht wegen der Affäre. Der hatte viele Affären und sie wusste das. Die hat fest damit gerechnet, dass er wiederkommt. Weil das war eigentlich sein Ding. Ja. Der hat am Set gevögelt und kam dann aber zurück. Und tatsächlich, also zumindest so viel zu Richard Burtons Verteidigung. Er hat sich wirklich schwer getan mit der Trennung. Ja, ja, ja. Er hat lange mit dem Gedanken gekämpft, weil eigentlich hat das Ganze mit Liz Taylor so gestartet, wie seine anderen Affären auch. Der wollte am Set ein bisschen vögeln und für ihn war eigentlich klar. Und dann ist die Sache gelaufen und dann geht's ab nach Hause. Sybil war auch eine, die gesagt hat, ich lese einfach die ganzen Zeitungen nicht mehr. Ja. Und hat wirklich alles ignoriert, was das betraf. In diesem Falle allerdings, als sie dann mal zu Besuch war am Set, sie war ja länger auch immer mal wieder da, hat sich das ein bisschen geändert. Da hat sie dann festgestellt, wie hart und wie ernsthaft das wird und wie schwierig das werden kann. Was sich wohl damals auch schon so ein bisschen abgezeichnet hat während der Dreharbeiten, ist, wie ruppig die Beziehung zwischen Burton und Taylor sein kann. Burton ist mit einem blauen Auge aufgetaucht, das war wohl Liz Taylors Bruder. Liz Taylor ist mit einem blauen Auge aufgetaucht.
auftaucht, was angeblich das Auto gewesen war, weil irgendwie eine Vollbremsung war oder so. Und alle haben gesagt, nee, die haben sich gestritten. Und die Richard Burton war gewalttätig. Liz Taylor auch. Liz Taylor war auch gewalttätig. Sie also die beiden reden sehr offen, also erstaunlich offen darüber, wie sehr sie es geliebt und gehasst haben, sich zu streiten. Sie haben wirklich Interviews, wo du denkst, wow, die sind genau das Couple, was wir besprochen haben in dem anderen Film, ne? Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Wie man sich einfach mit so einer Inbrunst in einen Streit hineingibt, weil man sich intellektuell gegenseitig versucht zu übertrumpfen und herauszufordern. Und das hat echt Dinge angenommen, also Formen angenommen, die a, gewalttätig geworden sind, seelische wie auch körperliche Gewalt, die aber auch dazu geführt haben, dass dieser Dreh zum Beispiel auch immer wieder unterbrochen wurde. Mal ist Liz Taylor zum Set gekommen und Burton überhaupt nicht, weil die sich vorher gestritten haben. Oder eben Burton und Liz Taylor dann nicht. Die Berichte von Mitschauspielern sagen eindeutig, du kamst ans Set und wusstest nicht, wird heute gedreht oder nicht, weil die sich gestritten haben oder weil sie sich gerade mögen. Ja, auch die Frage, wie sind die gerade drauf? Weil Richard Burton hat gesoffen, wenn er scheiße drauf war. Ja. Elizabeth Taylor hat teilweise Meth genommen. Die waren, haben sich auch gegenseitig hochgeschaukelt damit. Ja. Ne? Ja. Also das war schon so ein verbindendes Element zwischen den beiden. Das sagen die eindeutig in Interviews auch. Wahrscheinlich die berühmteste toxische Beziehung des 20. Jahrhunderts. Ja. Und ja, es gibt viele Geschichten von Streitereien im Hotel, auch von Außenstehenden, die gesagt haben, ich bin da reingeplatzt und dann war da war richtig die Kacke am Dampf und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil die sich angeschrien haben, weil irgendwas zu Bruch gegangen ist, weil irgendjemand irgendwas rumgeworfen hat. Die haben in Hotels, als die als Paar in Hotels gegangen sind, haben die Zimmer, benachbarten Zimmer, oben, unten, links, rechts mit belegt, damit die Leute nicht mitbekommen, wie sie sich streiten. Die haben richtig Geld dafür ausgegeben. Nur aus diesem Grund. Ja, das Geld hatten sie. Ja. Alter. Das Ganze ging 13 Jahre lang on und off bei den beiden. Zweimal haben sie geheiratet. Ja. Bei der ersten Hochzeit hat Liz Taylor gesagt, ich bin so glücklich, diese Ehe wird ewig halten. Ja, ja. Und dann wurde es halt immer schwieriger und Alkohol hat bei Richard Burton so hart reingehauen, dass er wirklich auch immer wieder gesundheitlich so nah am Tod war. Ja. Und es hat ihn ja am Ende auch umgebracht. Ja, Richard Burton hat nicht lange gelebt. Im Gegensatz zu Liz Taylor, die vor ein paar Jahren erst gestorben ist, ne? Ja, irgendwann 2011 oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es war Klatschpresse, wie jetzt Brangelina oder sowas heutzutage. Ja, noch schlimmer wahrscheinlich. Also, so wie über die Königshäuser auch berichtet wird. Also, es war richtig krass. Es war ein großes Ereignis und es war wahrscheinlich so der erste Fall von so einem Gossip-Paar, der so richtig schön ausgeschlachtet wird, wo alle eine Meinung dazu haben, wo alle gerne schnell dabei sind, Liz Taylor zu verteufeln, weil die Ehe kaputt gemacht hat von dem armen Richard Burton und der süßen Debbie Reynolds, die doch so toll zusammen sind. Nicht Debbie Reynolds, Entschuldigung, Sybil. Davor hat sie die Ehe von Debbie Reynolds kaputt gemacht. Ja. Jetzt hat sie die Ehe von Sybil kaputt gemacht. Ja. Eine etwas lustige, aber auch harte Geschichte. Beide, Liz Taylor ein bisschen mehr als er, waren daran gewöhnt, aus ihrer Karriere heraus, dass Leute immer wieder, vor allem Regisseure, gekommen sind ans Set und ihr Geschenke mitgebracht haben. Weil es irgendwie gehörte das dazu, sie war die große Diva und sie war ja Kinderstar, ne? Und dann ist sie am Set groß geworden. Sie hat sich auch hart freikaufen müssen von der Produktionsfirma. Und sie hatte ganz schön zu tun, nicht wie Judy Garland zu enden, ne? Judy Garland wurde ja teilweise echt unter Drogen gesetzt und ausgenutzt bis ins Ende. Also die Geschichte mit Judy Garland ist wirklich hart. Wir haben darüber geredet ein bisschen bei Wizard of Oz. Hört euch die Episode an, auch sehr interessant. Hollywood ist ein düsterer Platz manchmal. Ja, und wegen dieser Geschichte mit Judy Garland, die man dann kannte, hat Liz Taylor darauf geachtet, dass sie nicht so endet und dass Hollywood nicht das Gleiche mit ihr macht. Aber sie hatte ganz schön zu kämpfen mit den Bossen. Und sie hat sich daraus befreit irgendwie. Und sie wurde aber immer, dadurch, dass sie die große Diva war und bei MGM groß geworden ist, hat man ihr immer wieder Geschenke gemacht, gerade Regisseure. Und er kannte das auch irgendwie, ne? dass das irgendwie so gang und gäbe war. Und dann gab es immer wieder Situationen, in denen Leute einfach nur, es gab einen Historiker, der hatte gerade ganz tolle alte Bücher gekauft und hatte sich mit denen unterhalten und hat denen einfach nur zeigen wollen, guck mal, ich habe diese alten tollen Bücher und hat ihnen die vorgestellt und sie so, oh wie schön, vielen Dank und hat es als Geschenk angenommen, obwohl das nicht als Geschenk gedacht war. Und es gibt mehrere Beispiele in diese Richtung, wo man echt denkt, oh, in was für einer Welt lebt ihr?
dass ihr das einfach so annehmt und mit einer Selbstverständlichkeit sagt, jo, schönen Dank, ich gehe dann mal. Oh Mann. Das ist schon krass. Und du weißt genau, sie hat danach sie hat das irgendwo zu Hause abgelegt, ja, genau, und dann nicht mehr angeguckt. So eine schöne alte Kamera war das auch und so, solche Sachen, wo man denkt, oh fuck. Und die Leute können ja auch schwer dann in dem Moment bei der großen Liz Taylor sagen, nee, sie lässt sie schön hier. Das fällt einem dann schwer. Ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt so ein bisschen, also ich habe mich nicht zu viel mit dem Klatschpressezeug beschäftigt. Ich habe ein bisschen was gehört von Liz Taylor. Hm. Mein Respekt vor Liz Taylor ist gewachsen. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich sie, auch wenn ich höre, gerade sie hat echt viel Kacke abgekriegt, ne, dafür, dass sie wurde halt verteufelt. Ja. Es gab immer dieses Slut-Shaming, obwohl ganz klar es ist eben nicht Liz Taylor war, sondern eher Richard Burton, der sich wie eine Schlampe verhalten hat. Ja. Und Elizabeth Taylor war eine Diva. Aber Elizabeth Taylor muss im Gegensatz zu zum Beispiel Rex Harrison nett zu den Statisten gewesen sein. Die war nicht. Die war total lieb. Die hat sich mit den Leuten unterhalten. Ja, so. Ja. Im Gegensatz dazu hat Rex Harrison einen von den Statisten fast grün und blau geschlagen, weil der auf seinen Mantel getreten ist in irgendeiner Szene. Oh Gott, Alter. Und Rex Harrison war, was haben sie, es gab einen nicht sehr wohlmeinenden Spitznamen für ihn am Set, weil er sich einfach wie das letzte Arschloch verhalten hat. Ja. Wenn es jetzt um Burton geht zum Beispiel, da gibt es eine Geschichte, die ich sehr symptomatisch finde. Für das, was du sagst, ne, dass er doch eher derjenige ist. Es gab eine Oscarverleihung. Da waren die beiden nominiert. Und Burton sagt dann, du, ich habe geträumt, dass du mit dem Flugzeug abstürzt. Wir gehen da lieber nicht hin zu der Verleihung. Weil er schon geahnt hat, dass er nicht bekommt. Sie hat ihn bekommen. Aber sie war nicht da. Das ist so weil böse. Sie auch das Trauma hatte mit diesem Flugzeugabsturz von ihrem Ex-Mann, hat sie sich da reinreden lassen und ist nicht hingegangen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Burton das ganz genau wusste und genau das Richtige gewählt hat, um zu sagen, lass uns da nicht hinfahren. Ja. Es gibt halt auch sehr viele Geschichten von Richard Burton, der einfach ein Arschloch ist und der betrunken ist und der, also Richard Burton hatte wirklich große Alkoholprobleme. Der Mann hätte eigentlich ganz dringend behandelt werden müssen. Der hat eine schwere Suchterkrankung. Das ist auch nicht mehr dieses witzige Eier Hollywood von damals. Das ist ein Sündenfuhl. Mhm. Und die haben alle am Set gesoffen. Nein, Richard Burton war harter Alkoholiker, den der Alkoholismus langsam getötet hat. Ja. Aber trotzdem hat sich das natürlich dann, und das hat sich natürlich ausgewirkt auf sein Verhalten seinen Mitmenschen gegenüber. Und die es besonders abgekriegt hat, war dann die Liebe seines Lebens, die Frau, mit der er dann am meisten Zeit verbracht hat. Weil die haben ja auch weiterhin zusammen Filme gedreht, zusammen Projekte gemacht und so weiter. Und die hat dann halt wirklich sehr viel Scheiße abgekriegt. Und ich glaube auch, Burton war, glaube ich, nie so 100% glücklich mit dieser Trennung von seiner Frau davor. Und er hat eigentlich, und Burton hatte vielleicht auch das Gefühl, nicht, dass er diese Beziehung mit Taylor nicht wollte, er war ja offensichtlich auch verliebt in sie. Ja. Zum Höhepunkt war das eine heiße Liebe, die beide füreinander empfunden haben. Wie sie sie ausgelebt haben, ist total katastrophal, aber sie haben sich geliebt, das glaube ich total. Ja. Aber ich glaube, das hat mitgespielt, dass er auch Elizabeth Taylor dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie sein vermeintlich zuvor geordnetes Leben durcheinander gebracht hat mit dieser Beziehung. Ja. Auf jeden Fall ein sehr berüchtigtes Paar mit wirklich sehr, sehr schwierigen, seltsamen Geschichten und was die miteinander gemacht haben, wie die sich malträtiert haben gegenseitig und wie sie dann sich getrennt haben, also die Scheidung und dann doch wieder zusammengekommen sind. Und Liz Taylor hat gesagt, wenn er nicht gestorben wäre, hätten sie auch ein drittes Mal geheiratet. Mhm. Ja, es ist krass, ne? Die sind einfach für ihr Leben zusammengeschweißt gewesen. Ja. Ich weiß nicht, wer da wem Stockholm-Syndrom angedeihen hat lassen, aber es ist wirklich, die waren einfach zusammengeschweißt. Das war nicht mehr zu trennen, glaube ich. Und die waren ja auch als Team tatsächlich ziemlich gut, weil, also um jetzt wieder zurückzuspringen zu dem Filmset, als Wenger gefeuert werden sollte, waren Liz Taylor und Richard Burton gemeinsam die wirklich gesagt haben, das geht so nicht. Ja, auf keinen Fall. Wir hören auf, ihr müsst den wieder anstellen. Weil Wenger wurde irgendwann verantwortlich gemacht für dieses Desaster. Ja, ja. Weil, wie gesagt, sie müssten einen Schuldigen finden, sie konnten nicht schon wieder den Regisseur austauschen. Und dann kamen diese großen Verantwortlichen von Fox und haben einmal gesagt, Wenger, also einem Liebhaber deiner Frau in den Bauch schießen, vollkommen okay.
aber nicht so viel Geld vom Studio das Fenster rauswerfen, du bist weg vom Fenster. Ja, ja. Und dann haben Liz Taylor und Richard Burton gesagt, nein! Come to the rescue! Wir erpressen euch jetzt! Und haben es geschafft, weil natürlich ohne die beiden wäre es nicht weitergegangen. Genau. Haben es geschafft, dass Ranger Produzent geblieben ist. Ja. Allerdings hat Skouras ziemlich erwischt, ne? Der hat dann irgendwann gesagt, ich höre auf. Weiß gar nicht genau. Der Chef von Fox hat... Ach ja, stimmt. Skouras hat irgendwann gesagt, 1962, ja. Okay, liebe Shareholder, ich weiß, ich habe euch die ganze Zeit erzählt, dass alles ganz gut läuft. Mm. Läuft vielleicht doch nicht so gut. Ja. Ich glaube, ich... Ich mache mir da aus dem Staub. Ja, und ist dann raus. Aber es wurde weitergedreht. Es wurde tapfer weitergedreht. Skandale, Kosten, alles ist explodiert. Ja. Und Mankiewicz hat gesagt, nein, wir drehen diese zwei Filme. Und Skouras hat gesagt, ja, wir drehen diesen einen Film. Ja, genau. Und dann haben sie gesagt, cut und fertig. Das war der letzte Take. Wir haben es geschafft. Auf in die Post-Production. Was soll schief gehen? Ja, Mankiewicz war ja auch dann weg vom Fenster. Die haben Mankiewicz nochmal gefeuert. Ah ja, genau. Aber das ist später, ne? Das ist während der Post. Ja, genau. Wie viele Filme hatten sie? Ich weiß es nicht. 120 Meilen. 120 Meilen? 630.000 Fuß. Ach du Scheiße. Und Mankiewicz saß da mit seiner Cutterin Dorothy Spencer. Mhm. Hat gesagt, okay, lass uns mal so einen ersten Grobschnitt, der 5 Stunden und 20 Minuten gedauert hat. Und er hat es auch mit einem ganz klaren Plan gemacht. Er wollte die von Fox davon überzeugen, dass sie daraus zwei Filme machen. Natürlich, ja. Klar, es wäre auch, ich glaube, ich hätte es gerne gesehen. Ich hätte wirklich gerne seinen Cut gesehen. Weil Liz Taylor hat sich den fertigen Film angeguckt und hat sich erstmal übergeben. Mhm. Die war wirklich fertig mit den Nerven, weil sie gesagt hat, ihr habt die ganze Seele des ganzen Dings rausgeschnitten. Jede Motivation der Figuren wurde weggecuttet. Und ihr war wirklich schlecht danach. Ja. Und ich verstehe es total. Aber vor allem auch aus der Perspektive des Schauspielers oder der Schauspielerin, weil du natürlich wahnsinnig viel Herzblut da reingegeben hast und dann schneiden die all den Kram weg, der dir wichtig war. Das ist total krass, ne? Wir wissen es nicht so genau, was da jetzt, wie es aussah, aber Liz Taylor war total schockiert und hat gesagt, das ist nicht der Film, den wir gedreht haben. Und Daryl Zanuck war der vor allem verantwortlich dafür war, dass er eigentlich ein Produzent, der für Fox gearbeitet hat, aber der ist dann irgendwie so reingekommen und das ist auch der dann so ein bisschen den Mankiewicz verdrängen sollte. Ja. Der hat sich diesen ersten Cut von 5 Stunden angeguckt und hat gesagt, ja, das ist ganz okay, aber lass uns mal hier noch was machen und hier noch was machen und hier noch was machen und hier noch was machen. Und hat gesagt, naja, ich kümmere mich da jetzt mal drum. Dann meinte Mankiewicz, komm, du kannst doch ehrlich zu mir sein, was ist los? Offensichtlich schneidet gerade jemand anderes meinen Film, nämlich du. Und dann hat er gesagt, du hast all unser Leben zerstört. Dieser Film ist das Schlimmste, was Fox jemals passiert ist. Oh Gott, du hast die Kosten komplett in die Höhe getrieben. Das ist, und außerdem hast du Marcus Antonius kastriert. Das war nämlich sein Hauptkritikpunkt, dass Marcus Antonius zu schwach ist im Verhältnis zu Cleopatra. Da könnte ich vielleicht an zustimmen. Das können wir später besprechen dann, wenn wir über den Film noch reden. Leute, wir werden auch noch über den Film reden. Wir werden über den Film reden, auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, so, hier hast du deine 9 Seiten. Ist dann kurz darauf vor die Presse getreten und hat gesagt, wir danken Joseph Mankiewicz für seine tolle Arbeit an diesem Film und dafür, dass er 2 Jahre seines Lebens und 35 Millionen unseres Studios verbraten hat, um den ersten Schnitt dieses Filmes zu machen. Er hat sich eine Pause verdient. Oh, bam. The Shade. Und ja, damit war Mankiewicz so ein bisschen raus und Liz Taylor und Richard Burton, wieder als Team, haben gesagt, ihr Wichser. Ja, aber das Interessante ist ja, er hat ja dann versucht, einen Schnitt zu machen. Und dann hat er sich gefragt, wo ist denn das Skript, nachdem ich das jetzt schneiden könnte? Wo ist denn das Skript? Wo ist denn das? Oh, es gibt kein Skript wie jetzt. Es gibt kein Skript. Ihr habt das, während ihr das gedreht habt, einfach euch ausgedacht? Was ist los? Ich weiß nicht, was ich aneinander schneiden soll. Und dann mussten sie Mankiewicz wieder zurückholen. Weil sie einfach nicht wussten, wie das geht. Sie wussten nicht, wie sie den Film zusammenschneiden sollen, weil einfach kein ordentliches Schnittdrehbuch zur Verfügung stand. Tja, und dann war er wieder zurück. Ja. Aber er hat sich natürlich dann auch runterhandeln lassen in den ganzen Sachen. Und dann haben wir den 4-Stunden-Cut, den wir jetzt vor uns sehen. Ja, es gab da noch irgendwie, es gab einen Kinoschnitt, ne, der noch ein bisschen kürzer war. Ja, es gab so viele Varianten. Es gab so viele verschiedene Schnitte. Die Sache ist die haben so viel geschnitten, dass der Film keinen Sinn mehr ergeben hat. Das heißt, sie haben dann
49 Seiten Drehbuch neu geschrieben. Um neu zu schneiden. Um die Szenen zusammenschneiden zu können. Und die haben sie dann nochmal gedreht. Mhm. Dann kam der Film raus und er war, surprise, surprise, kein Desaster. Mhm, mhm. Er war ein Erfolg. Mhm. Er war der erfolgreichste Film im Jahr 1963. Ja. Er wurde für 9 Oscars nominiert. Mhm. Und es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Nein, sie haben einfach das Geld, sie haben so viel, sie haben also 44 Millionen am Ende haben sie ausgegeben. Wir haben es schon gesagt, es hängt noch eine Null ran, dann habt ihr das für den heutigen Wert. Die Dimension, um das kurz zu sagen, der teuerste Film aller Zeiten ist womöglich, wir gehen davon aus, Star Wars, Force Awakens aus dem Jahr 2015, der 533 Millionen gekostet hat. Danach kommt Cleopatra. Ja. Die Avengers-Filme waren sauteuer, riesige Materialschlachten. Aber immer noch günstiger als dieser Film. Ja. Absoluter Wahnsinn. Und es hat nicht gereicht, der Film war erfolgreich. Ja, aber wie will man denn das Geld wieder reinholen? Natürlich geht das nicht. Und dann kriegt natürlich Liz Taylor auch nochmal ihre 10%. Und zwar bevor der Break-Even ist. Mhm. Sie hat ausgehandelt, dass man nicht erst wartet, bis das Geld wieder drin ist, was sie ausgegeben haben. Sondern von allem, was da wieder reinkommt, sind 10% ihres. Und das ist natürlich die Hölle. Also für so ein Studio, die haben irgendwann, 73 glaube ich, haben sie die Bücher geschlossen. Aber nicht, weil sie das Geld so komfortabel drin hatten oder sowas, sondern weil sie Angst hatten, wenn sie weiterhin die Bücher offen lassen, noch irgendwelche Leute kommen und sagen, hier, ich krieg da noch 10%, ich krieg da noch ein paar Prozent und ich krieg da noch was davon. Ja. Also sie haben das Geld irgendwann wieder drin gehabt. Es gab ein Break-Even, aber eben erst Jahrzehnte später. Der Film hat schwarze Zahlen geschrieben und er war zwar wirklich ein erfolgreicher Film, aber er hat extrem viel lange gebraucht, um schwarze Zahlen zu schreiben. Einfach weil davor die roten Zahlen so überdimensional waren. Ja. Und er hat... Und das Studio hat gestruggelt und hat weiter gestruggelt. Ne? Sie hatten gehofft, dass Cleopatra ihre Probleme löst. Wir reden hier von einem Film, der als Plan eines 2-Millionen-Dollar-Projektes 64 Drehtage angefangen hat und am Schluss 44 Millionen und keine Ahnung wie viele. 2,5 Jahre. 2,5 Jahre, danke. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie man das durchhält, 2,5 Jahre an so einem Film zu sitzen. Naja, keiner von denen hat wirklich die komplette Zeit durchgehalten. Die sind ja alle irgendwann ausgetauscht worden. Liz Taylor war von Anfang an dabei. Nee, die hat ja auch in der ersten, obwohl doch, das stimmt, bei den Dreharbeiten dann. Also, genau, bei den ersten, bei den allerersten Dingern war sie nicht dabei. Ja, aber es gab ja auch die Vorproduktionsphase mit dem Drehbuch und was man dann macht und so weiter. Es ist schon echt, der Film hat einen langen, langen Weg hinter sich und viele, viele, viele Probleme. Machen wir das jetzt so, wie das auch, 1,5 Stunden haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir anfangen, über den Film zu reden. Ja, das heißt, wir müssen jetzt die Mankiewicz-Frage stellen. Machen wir eine Episode daraus, dann kommt jetzt eine Intermission und ihr seht einen Vorhang. Seht ihr nicht, weil wir ein Podcast sind und hört Musikgedudel. Oder wir müssen euch auf nächste Woche vertrösten und sagen, ja, wir reden auch über den Film und auch über die Geschichte. Und werfen wir jetzt einen Würfel oder was? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, Johannes hat mich überzeugt. Ich war auf jeden Fall, ich war eher Skouros und habe gesagt, wir wollen eine Episode machen. Johannes war Mankiewicz, hat gesagt, nein, dieses Meisterwerk muss in 2 Episoden sein. Ich bin gerade auf seiner Seite. Einmal tief durcheatmen, wenn ihr mehr wissen wollt zu den Dreharbeiten. Es gibt Bilder dazu und es gibt O-Töne dazu. Auf YouTube findet ihr eine 2-stündige Dokumentation über die Entstehung von Cleopatra mit Zeitzeugen, Interviews, tollen Kommentaren und auch Bildern. Und auch unter anderem Bildern von den Screenings, von den Tests, von dem Studiomaterial. Und es ist tatsächlich sehenswert. Es ist super spannend. Die Geschichte, wie so ein krasses Desaster von Dreharbeiten, wie sowas sein kann, wie sowas passieren kann. Ja, es ist wirklich krass. Es gibt auch ganz viele tolle Podcasts dazu. Es gibt aber auch viele tolle Podcasts zu Richard Burton und Liz Taylor. Die möchte ich euch auch gerne ans Herz legen. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, welcher genau, weil ich habe querbeet gehört, aber es gab echt ein paar ganz tolle amerikanische oder englische Podcasts, die das genauer auseinandergenommen haben und die auch versucht haben, nicht zu sehr auf dieser Yellow Press Schiene zu laufen, sondern so ein bisschen zu gucken, was steckt denn wirklich dahinter und was steckt da drin. Das ist wirklich sau interessant. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, es gibt diesen What Went Wrong Podcast. Stimmt, den habe ich auch gehört. Der setzt sich sehr spannend mit der Produktionsgeschichte auseinander. Hm. Und ich fand den When Elizabeth Taylor Met Richard Burton von Significant Lovers, den fand ich ganz gut. Hm. Das würde ich euch ans Herz legen. Genau, die beiden kann ich empfehlen. Und wir gucken, vielleicht packen wir euch einfach noch ein paar Sachen in die Shownotes, dann könnt ihr einmal draufklicken und habt ihr ein paar spannende Episoden, die uns auch geholfen haben bei der Recherche dazu. Ja, das muss man so ein bisschen dazu sagen,
Wir haben das große Glück, dass wir ein riesiges Archiv an anderen Rechercheergebnissen von anderen Leuten vor uns haben, weil das ist so ein riesiges Thema, das hätten wir alleine nicht geschafft. Das ist der Wahnsinn. Aber es war total geil, in dieses Rabbit Hole reinzuklettern, ne? Ja. Ich habe jetzt mal unabhängig davon, weil ich von dem Film halte, das werdet ihr nächste Woche erfahren, habe ich angefangen, mich mit der Produktion zu beschäftigen und es ist immer mehr geworden. Mhm. Und ich konnte auch dann irgendwann nicht mehr aufhören, ja, weil es so geil war, weil dann kam immer nochmal eine neue Katastrophe dazu. Und ja, auch beim Recherchieren, auch beim dritten oder vierten Text, den man gelesen hat, hat man nochmal Neues erfahren. Ach so, da gab es auch noch Probleme mit den Elefanten. Ja, und das ist die Katzen. Ja, die Katzen. Es ist immer noch mal was dazugekommen und es ist einfach irre. Es ist einfach verrückt. Also zum einen, wie verrückt die Leute damals waren. Ja, jeder hat sich was abgeschöpft. Jeder hat ein Statist warst du und hast irgendwas mitgenommen, weißt du? Jeder hat gedacht, okay, es ist Geld da, ich nehme einfach. Aber auch verrückt, wie sowas so eskalieren kann. Ja. Der Plan war simpel. Es war ein ganz klar gefasster Plan. Zwei Millionen. Ganz kleines Ding. Es sollte ein ganz kleines Ding auf dem Backlot von Fox werden. Ja. Und dann das. Absoluter Wahnsinn. Wenn ihr wissen wollt, was rausgekommen ist dabei, schaltet nächste Woche ein. Ob sich die 44 Millionen gelohnt haben, erfahrt ihr nächste Woche im Muss-man-sehen-Podcast. Macht euch noch eine schöne Woche und bleibt gespannt und recherchiert nicht schon vorher. Schaut euch aber den Film an. Guckt euch auf jeden Fall den Film an. Gut, bis dahin. Bis dahin, ciao. Ciao. Ich würde gerne eine Zigarettenpause machen. Das war ein toller Start, oder? Ja.